freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind zu unserer Sondersendung. Und zwar können Sie heute bei uns exklusive Unikarte erwerben, die es nur heute und hier einmalig gibt. Nur bei uns. Nur bei uns, nirgendwo anders. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, rufen Sie an unter 0221 59 619 7467. Das ist die Nummer zum Glück. Unter dieser Nummer können Sie Gebote abgeben, aber unter dieser Nummer können Sie auch Fragen stellen. Rufen Sie an, wenn Sie eine Frage haben, dann landen Sie hier bei uns live im Studio und wir freuen uns schon auf Ihre Fragen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr anruft, also traut euch ruhig, ruft an, wir freuen uns auf eure Fragen, wir sind gespannt, was heute geht. Ich war gestern schon wunderbar mit euch und welches ist das erste Produkt? Oder möchtest du noch, wir haben vergessen zu sagen, ja, an wen Arnold, wir spenden hier. Ja, Arnold, ganz wichtig. Fragen also per Telefon oder besucht uns auch gerne auf Twitter unter C3 Teleshop. Und alle Erlöse des heutigen Abends werden weitergeleitet, werden gespendet. Und zwar 25% an die Stubnitz, 25% an Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Tun Sie also nicht nur sich was Gutes, sondern denken Sie auch an die Spenden, die weitergeleitet werden, zu 100%. Ihr tut auch was Gutes, wenn ihr anruft und wenn ihr höchstbietender seid und auch über die Gebote rübergeht. Es wird alles gespendet, es ist alles für einen guten Zweck, also hey, traut euch, ruft an, ja? Und der Anruf ist nicht teurer, als wenn Sie bei Ihrer Oma anrufen würden, also daran soll es nicht scheitern. Da sind wir nicht wie die anderen Tele-Shopping-Kanäle, wir fucken euch nicht ab, das kann man einfach mal so sagen. Die ja? anderen. Genau, sondern bei uns läuft alles picobello, ja, also ruft gerne an. So, was ist das erste Produkt, liebe Karin? Es ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ein Designerstück, würde ich sagen. Edel hoch 10. Der Bilderrahmen. Komm, ich helfe dir. Wahnsinn. Macht es nicht ein super Bild? Das ist ein Stahl-Bilderrahmen. Und zwar Plasma Plus ist die Artikelbeschreibung, für die Sie jetzt anrufen können. Arnold, weißt du, was mir daran so besonders gut gefällt? Schieß los, bitte. Also viele Produkte von uns sind ja multifunktional einsetzbar. Wenn einem das Format nicht gefällt, kann man das wählen. Oder wenn einem diese Seite nicht gefällt, kann man es umdrehen und schon hat man ein anderes Design. Wahnsinn, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Als ich angeguckt habe, habe ich tatsächlich auch nur eine Seite gesehen, meine Liebe. So, aber es hat zwei Seiten. Es ist wieder. Und wenn einem das eine Mal nicht gefällt, also wie oft hat man das, dass man durch die Wohnung geht und denkt, ich müsste eigentlich mal, bräuchte ich mal neuen frischen Wind in der Bude. So, und zack. Dreht man es einmal um. Auch wunderschön. Ganz also anderes. Und da ist da haben wir wieder diese Rostoptik auch. Richtig. Ja? Die ist ja sehr beliebt bei uns und auch bei unseren Käufern. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben heute auch noch einige Produkte, die genau zu dieser Rostoptik passen. Ja. Natürlich passen die auch wunderbar zu der anderen, zu der Stahloptik, weil wir haben noch das Rostkonfetti und ein Special heute noch. Also, wenn ihr Bock da drauf habt, dann würde ich jetzt schon mal anrufen. Liebe Chaos Community. Dass das Startgebot ist? Ein Euro, ne? Wahnsinn. Die Leitungen sind frei. Rufen Sie jetzt an. Ich meine, das ist ein Designerstück, ja? Das ist doch ein absolutes. Ich meine, wie das hier gefräst ist. Lass uns doch einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Ja, das ist ja hier handgefräst. Das ist ja richtig cool. Also ich meine, das gibt's ja nicht. Das kannst du ja nicht bei IKEA kaufen oder so. Es gibt ganz oft auf Hochzeiten diese blöden kleinen Hütchen oder die Brillen oder die Schnurrbärte. Manchmal machen sie auch komische Bilderrahmen, aber dieser Bilderrahmen ist exklusiv und einmalig, weil wenn man eine Hochzeit feiert, möchte man ja schon etwas Besonderes haben und nicht nur ein Gegenstand, was jede zweite Hochzeit hat. Beispielsweise, ja? Also bitte ruft an, bietet für diesen wunderbaren Stahlbilderrahmen so. Die Nummer ist 0221 59 619 7467 oder im Eventnetz einfach 7467 wählen. Genau. Shop, ja? Wer noch die alte T9-Tastatur hat, der weiß das. Es steht einfach für Shop. So, und das kann man drehen und wenden, wie man will, Karin. Das ist ja wunderbar. Was können wir denn noch damit machen? Also wir wissen jetzt, zwei Designs. Wir haben hier zwei Designs auf einmal. Wunderbar, richtig geil. Dann, das ist natürlich wahnsinnig schick. Das ist kein Ikea, das ist Stahl. Das ist unkaputtbar.
Ja, ein Unikat. Also das macht sich in jeder Bude, in jeder Kommune, in jeder Designerwohnung, macht sich das einfach fantastisch. Also ihr seid damit einzigartig. Man kann ja auch, also entweder nutzt man diesen Rahmen und macht hier sein eigenes selbstgemachtes Bild rein, oder man hängt hier viele verschiedene Fotos rein, oder von seinem Liebling. Und ja, oder man steckt die Köpfe einfach zusammen oder rein das und auch. Bleibt einfach im Rahmen. Und wir haben die ersten Gebote. Ja. 1 Euro wurde geboten vor 3 Sekunden. Jetzt sind wir schon bei 11 Euro. Und das da ist natürlich nichts. Ich meine, wenn du das in deiner Wohnung haben würdest, also, was würdest du bezahlen? Ich weiß, dass du auf schicke Sachen stehst. Ja, ich bin ein kleines Luxus-Girl. Ja. Du verstehst, was ich meine. Na klar. Also wenn ich jetzt so in einen normalen Möbelladen gehe, und da würde so ein wunderschöner Rahmen hängen. Also, ich sag mal so, unter 500 Euro kriege ich das niemals. Das kriegst du doch auch nicht unter 500 Euro. Wenn du einen schicken Style, sag ich mal, hast, aus Berlin oder so, wenn du eine schicke Altbauwohnung haben willst und so einen Rahmen wirklich von einem Designer kaufst, also unter 500 Euro geht da nichts, ne? Und nee. Der ist ja stabil. Ich meine, den kann man ja auch zur Not, also zu jedem Umzug ganz einfach überall mit hinnehmen. Der zerbricht ja nicht, das ist ja kein Porzellan, da muss man nicht Angst haben, dass der kaputt geht oder sowas, sondern der ist massiv. Ja? Und ihr denkt dran, wenn ihr bietet, ihr spendet ja auch. Richtig. Also ihr kriegt dafür nicht nur diesen fantastischen Bilderrahmen. Alle Erlöse gehen an einen guten Zweck und werden weitergeleitet. Genau. Wir wiederholen nochmal die Telefonnummer. 0221 59 619 7467. Jetzt anrufen, absahnen, zuschlagen. Eine einmalige Chance. Also, ich weiß nicht, würde ich ihn lieber so hängen? So. Oh, Arnold, ich habe da gerade eine Idee. Na? Ich habe ja so einen kleinen Bleifuß. Passend zum Bleifuß, ein Bleirahmen. Man könnte sich das ja auch ans Auto hängen, in die Frontscheibe. Und wenn man mal wieder geblitzt wird, hat man gleich sein Porträtfoto im Rahmen. Direkt gerahmt, natürlich. Sie machen das eine. Und das ist natürlich, das ist super. Da will man doch gleich geblitzt werden. Man arbeitet das einfach zack auf der Frontscheibe ein. Also je nachdem, ich habe jetzt zum Beispiel eher so ein Sportwagen, klar, ne? So, ich rase auch mal gerne schnell einfach so. Und dann ist natürlich, da hat man immer diese scheiß Fotos so. Ja. Und eigentlich hat man noch das Handy am Ohr und so. Und man kann ja nichts mit anfangen. Dann kostet das 60, 120 und Punkte und so weiter. Ihr wisst das. Aber damit und, ne? Also das ist ein echter Hingucker, das Bild dann. Egal welches Auto, ob du jetzt, sag mal so, in einem Opel Speedster zum Beispiel liegst oder hier in deinem, was hast du für einen? Hier so ein A-Klasse und ein Audi, Ich habe einen Mini Cooper. Richtig, du hast voll viele Autos, naja. Tja, ich bin halt ein kleines Luxus-Girl. Ja, also das sieht immer toll aus, wenn man damit auch, dann muss man das noch nachträglich einarbeiten lassen, ist klar, das müsst ihr dann noch extra machen im Auto, aber das sieht toll aus. Also die Leute werden euch beneiden. Da seid so, wir haben ein neues Höchstgebot und zwar 15 Euro. Die Nummer mit der 825 am Ende. Ja, sehr gut. Soll es das gewesen sein? Ist natürlich immer noch nicht. Das ist massiv. Selbst wenn man das einschmelzen würde und, ich sag mal, einfach eine Stahlkugel draus machen würde, dann wäre man ja locker immer noch bei, ich sag mal, 100, 150 Euro ohne dieses Designstück. Das ist kein, euch bitte. Das ist das Gegenteil von totem Kapital. Ja? Also es hängt da und der Wert wird mit den Jahren immer mehr. So, dass man bei den allerschlimmsten Zeiten, könnte man ganz genau, wie du sagst, es einfach einschmelzen und hätte noch mal ein paar Moneten. Meine liebe Karin, jetzt kommt das Allerbeste, was wir noch nicht erwähnt haben. Was ist das Allerbeste? Das ist natürlich nicht nur ein einfacher Bilderrahmen, sondern es ist auch das Masterclass-Level Hula Hoop. Oh, es ist doch völlig klar. Natürlich. Es ist nicht nur super schwer, sondern es ist auch noch eckig und die Ecken sind dann auch noch gerundet. Du, also ich spüre schon meine Bauchmuskeln. Damit, so, wenn man das ausdrückt. Ja, das ist rasant und wir hören gerade aus der Regie, wir gehen rasant vor, bis auf 5 Minuten dieser Multifunktions-, 2-Seiten-Bilderrahmen, Autobilderrahmen und Hula-Hoop-Bilderrahmen, der auf jeder Goa, auf jedem Rave einfach tight ankommt. Wüsstest du, dass man auch Hula-Hoop mit dem Hals machen kann? Natürlich. Also, kann man die Nackenmuskel trainieren? Richtig. Also es ist quasi gleichzeitig noch ein Trainingsgerät
haben wir heute auch noch etwas dazu. Also wer sich wiederum für Trainingsgerät Rost, gut, dass könnte du den Hinweis das im Set gleich ankaufen. Also jetzt schon mal den kleinen Vorblick, was kommt noch, auf was habe ich Lust, gerne noch mal ein Stückchen höher. Wir sind jetzt bei 16 Euro, 16 das ist Euro. Natürlich, ist immer noch ein haben Sie Sparfuchs. Fragen? Haben Sie Fragen, rufen Sie an. Bitte, oder schreiben an, Sie uns auf Twitter, habt, so. Die Redaktion leitet uns die Fragen weiter. Aber gerne anrufen, wir würden so gerne mit Ihnen sprechen. Da haben wir richtig Lust drauf. Bieten. So, bieten, wir haben ein neues Höchstgebot. Ja? 23 Euro. Und wir sind auch schon, 4 Minuten sind es. Ja, nur noch 4 Minuten. Ne? Tick-Tack, so. Tick-Tack. Jetzt, 23 Euro. Jetzt anrufen, also, das ist ratzefatze weg. Lass uns doch mal das andere Design zeigen. Also wir können mal die andere Seite zeigen. So. Ja? Also das hier, jetzt, wo ich das hier sehe, das ist auch wunderbar gearbeitet. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden, welche Seite besser ist. Hier, das ist für mich eher so Nostalgie, so schöne alte Zeiten. Und das ist für mich, diese andere Seite, ist für mich eher so moderner. Je nachdem, also es gibt ja Menschen, die sind entweder so ein bisschen lieber so Nostalgie oder lieber super modern. Oder auch also, für den Ritterfan. Ne? Ja, absolut für den Ritterfan. Auf jedem Mittelaltermarkt auch. Also da ist man ja, ich sag mal, angesehen. Also sehr angesehen aber. Da ist man aber, da ich mal der Star im Mittelalterviertel für die Zeit, die man da ist. Ne? Da ist man nicht nur Ritter Rost oder so, sondern da ist man ein richtiger Brecher. So, da oder wird jeder Schmied eifersüchtig. So, ne? Genau. Ja. So, nur nach 3 Minuten. Es sind noch 3 Minuten. Wir das Höchstgebot ist immer noch bei 23 Euro. Mit auf 24 Euro. Da geht mit der Nummer mehr, mit 101 am Ende. 24 Euro, soll es das gewesen sein oder geht also da noch es, was? Es tut mir leid, aber eigentlich müsste ich dann kurz gehen und selber anrufen. Ja, das befürchte ich auch. Das ist doch mehr als 24 Euro wert. Hey. Und denken Sie daran, die Erlöse werden weitergeleitet. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Alles bis auf den letzten Cent wird weitergeleitet. Also wirklich, das ist aber das 24 Euro, das aktuelle Höchstgebot. Wenn ihr euch nicht sicher seid, passt das in meine Wohnung. Ich berate euch gern. Ruft an. Ja, ich sage, ihr sagt mir, wie euer Zimmer aussieht, was ihr für eine Tapete habt, wo ihr die gekauft habt. Und dann sag ich euch, oder die Karin sagt es euch, ob das passt oder nicht. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und wir sind in den letzten 2 Minuten. Haben Sie das gerade gehört? Rufen Sie an. Sie kaufen an, nicht nur den Rahmen, Sie buchen gleichzeitig eine Beratung bei Arnold. Also das hat es bei uns noch nie gegeben. Es gibt eine Gratisberatung noch, wenn ihr noch anruft. Es gibt 2 Seiten Bilderrahmen. Es gibt den Hula-Hoop-Reifen. Vergesst das nicht. Hula-Hoop. Müsst ihr dafür Arnold. Ein bisschen arbeiten, ja? Also ihr müsst das schon ein bisschen trainieren. Guck mal, ich auf bin gerade schon dabei mit dem. Oh, wir sind bei 42. 42 Euro. Jetzt müsst ihr Gas geben. Jetzt. Das ist super. Jetzt langsam heiß. Kommen wir da. Die Leitung ist wo wir heiß. Hinwollen. Ich meine, wir kommen gleich in die letzte Minute. Es war mir eigentlich klar, Karin, dass es kommen muss. Diesem Unikat, da muss man doch einfach zuschlagen. Doch, ja, das ist doch. Die letzte Minute flott hier. Ist angelaufen. So. Ja. Also das ist richtig geschmeidig. Und wer wird bei uns im Studio landen? Bisher ist es und die wir Nummer. Wir gehen in die letzte Minute. Die Nummer mit der 775 am Ende. Wen dürfen wir gleich begrüßen? Ja. So, und wir sind bei 99 Euro. Also, na, ob der gleich nicht wieder kalte Füße kriegt. Haben wir auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Ne? Leute, die mal so hochbieten. Also aber das ist ja absolut wert. 99 ja? Also Euro ist sowas so. Von wert. Ja? Also, der ist natürlich viel mehr wert, das muss man wirklich sagen. Was ich habe ja gesagt. Was der Herr macht. Das war normalerweise was der Herr macht. Unter 500 Euro kriegt man das nicht. Ja, du, das ist, oder einfach, man kann halt auch einfach. Da, okay, das Gebot für 99 Euro, der hat kalte Füße zurück. Gekriegt, ist wieder weg. Das war ja, Höchstgebot ne? ist derzeit bei 42 Euro. Da ist es doch. So, ist es vorbei? Ist es vorbei? Oder ist es eine Frage? Oder eine Frage? Auf den letzten 10 Sekunden, mein lieber Scholli. C3 Teleshopping, wen darf ich begrüßen? Ich glaube, du hast mich nicht in die Show weitergeleitet. Wie bitte? Da ist, glaube ich, noch die Show weitergeleitet. Ich sollte eigentlich weitergeleitet werden. Ja, du bist jetzt mitten in der Show. Du bist mitten in der Show. Ach. Ja. Mein Telefon hier, das ist schneller als mein Stream, würde ich sagen. Wer bist du denn?
Ja, hier ist die Claudia. Claudia, hallo, Claudia, herzlich willkommen live bei uns ins Studio. Hallo. Hattest du eine Frage oder wolltest du bieten? Genau. Nee, ich wollte fragen. Und zwar, ihr habt ja eine Live-Beratung versprochen. Was kann ich mir denn für ein Bild da reinhängen? Weil das wäre für mich ganz wichtig. Was hast du denn für eine Tapete, liebe Claudia? Die ist weiß. Eine weiße Tapete? Also da würde ich zum Beispiel, ist natürlich die Frage... Das ist leider ganz schlecht, weil... Ach so, ja, weil ich, genau, das ist der verzögerte Stream. Ich sag mal so, also, du kannst da, wenn du eine weiße Tapete hast, hast du natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, ja? Also, magst du zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel so ein Segelboot da reinkleben an einem schönen Strand zum Beispiel. Würde ich machen. Nein, du hast ja eben von so Hula Hoop geredet. Ich dachte, ein Bild von einem Hula Hoop in dem Ding, aber ich war mir irgendwie so unsicher, deswegen wollte ich mal fragen. Also du kannst natürlich auch, ich würde einfach ganz viele Fotos machen von Leuten, die damit Hula Hoop tanzen. Ja, die würde ich machen lassen, auch bei einem sehr, sehr guten Fotografen. Und dann würde ich die nach und nach hier reinkleben, dass du hier so eine Artistik-Show quasi hast, vielleicht von allen deinen Freunden zum Beispiel. Oh, das finde ich eine super Idee. Auch in dem, also Hula Hoop Track mit dem Rahmen eigentlich. Richtig, genau, dass jeder deiner Freunde irgendwie so eine kleine, so eine 3-4 Fotostory quasi macht mit dem Rahmen und dann nach und nach werden die hier aufgefüllt in unterschiedlichen Posen. Das finde ich eine super Idee. Ja? Dann sollte ich vielleicht doch mal direkt ein Gebot abgeben. Was ist denn jetzt gerade der Preis? 43 Euro sind wir gerade beim Höchstgebot. Na dann. Also mit. Ja, danke für den Tipp, das finde ich richtig gut. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn du noch bietest. Also es sind die letzten 10, 20 Sekunden. Also wir geben dir noch eine Chance, legen jetzt schnell auf und du bietest schnell nach und schick uns auch gerne später ein Foto von deinem coolen Bilderrahmen, ja? Das mache ich. Ne? Sehr schön, Claudia. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ach, die Claudia, Wahnsinn. Das ist aber eine Frage ganz süße, ne? Und auch eine tolle Lösung hier gefunden. So, wir kriegen gerade von der Regie die Ansage, die letzten 10 Sekunden, das Höchstgebot liegt bei 42 Euro. Einen kleinen Moment geben wir der Claudia noch, damit sie noch die Chance hat anzurufen und mit vielleicht zu dealen. 50 und das Ding ist im Sack, würde ich sagen. Ja, ne, also ich glaube, 50, das ist doch eine super Zahl. Damit könnten wir beruhigt schlafen. Mir wird das Herz schwer. Er wird wirklich das Herz schwer. Die Uhr tickt. Ja. Also 10, 5 Sekunden, was meinst du, wo sind wir jetzt noch? Oder kommt der 10 Sekunden noch? Ja? Also wir müssen ja auch wirklich jetzt nach der Beratung, müssen wir der Claudia auch wirklich die Chance geben. So. Der Buzzer ist aktiviert. Der Buzzer ist aktiviert. Okay, also das Höchstgebot lag bei 42 Euro. Wen darf ich jetzt im Studio begrüßen? Das Gebot der Anrufenden beträgt 42. Herzlich willkommen hier live im C3 Teleshopping Studio. Mit wem spreche ich? Ja, hier ist Jessica und Mr. Luke. Jessica und Luke, habe ich das richtig verstanden? Felicita. 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 Felicitas. Felicitas. Feli. Du bist die Höchstbietende mit 42 Euro. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Das ultimative Deko-Element, das fehlte mir noch. Sehr schön, perfekt. Und dann ist das doch genau das Richtige für das dich. Das ist nicht nur einfach ein Deko-Element. Das ist ein exklusiver Hingucker, ein Designerstück. Also du bist nur zu beneiden. Sag mal, Felicitas, woher rufst du eigentlich an? Aus welcher Stadt, genau? Aus der Eifel. Aus der schön, Eifel. Dass du schön. Auch mit reingeschaltet hast. Super. Gerne. 42 Euro. Und eure Sendung, ich bin immer treue Schauerin seit Jahren. Das sehr freut schön. Uns. Deswegen geben wir uns auch so viel Mühe. Wir freuen uns. Wirklich. Sehr schön. Wir beglückwünschen dich. Ja. Gut, viel Spaß mit dem Bilderrahmen. Bleib noch dran. In der Leitung. Für die, ja. Jetzt geht's weiter mit der Zahlungsabwicklung oder Redaktion und wir verabschieden uns. Tschüss. Super, danke. Ciao. So, der Bilderrahmen ist weg. Den geben wir gleich in den Versand, in das die Eifel. Das war spannend. Das war so, mal wieder und spannend. Und was kommt jetzt? Jetzt klingelt erstmal noch das Telefon. Was kommt jetzt? Jetzt sind wir aber da wirklich gespannt. Fehlalarm. Alles gut, es geht wieder weiter. Und zwar geht es jetzt weiter mit unserer Neuerung. Macht hier einer Klingelstreich mit mir? C3 Teleshopping, herzlich willkommen. Anrufenden beträgt 1,
Hallo, wen darf ich hier im Studio begrüßen? Okay, es ist wohl wieder ein Fehlalarm. Gut. Machen wir dann weiter. Dann machen wir jetzt einfach straight weiter, denn wir haben heute ein Special. So einmal die Stunde circa haben wir die heißen 5 Minuten der 5-Minute-Quickie. Hot 5-Minute-Quickie-Deals. Das so geht ratzfatz weg, denn diese Deals, der Countdown geht los bei 5 Minuten. Wir werden keine Zeit mehr drauflegen. Es bleibt bei 5 Minuten. Sie müssen mit dem Daumen, mit dem Finger schnell sein. Die Nummer zum Glück ist 0221 59619 7467. Und so. Ich hole das Produkt? Richtig. Ja, was haben wir denn als allererstes? Wir Arnold nehmen. Holt jetzt unser Produkt. Ich weiß, da war gestern ein Anrufer schon heiß drauf und deswegen haben wir es auch heute mit reingenommen. Da rappelt es schon hinter den Kulissen. Die Spannung steigt. Was bringt Arnold mit? Aha! Der Teller, meine Liebe. Oh, entschuldige ja. bitte. Also, das kann ja nicht angehen. Huch. So schnell verquatscht Huch. Man sich hier, ja? So. Jetzt können wir das nämlich auch wirklich gut präsentieren. Auf unserem Pizza-Dreh-Rotator. Da ist er. So, meine Lieben. Jetzt muss man das noch ein bisschen schneller stellen. Ja, lass uns erstmal präsentieren. Die ist so qualitativ, so hochwertig. Die ist richtig schwer, die ist richtig massiv. Ne? Eine Compact-Tastatur. Vielleicht, wer gestern dabei war, erinnert sich, dass die Tastatur, über die der Professor Dr. Croupon mit seinem Superhandschuh ein paar Romane in wenigen Minuten fertig geschrieben hat. Innerhalb von 5 Sekunden so. War der Roman fertig. Ab 5 Sekunden, 5 Minuten haben wir, ne? Für die diese Leitungen Tastatur. Sind frei. Und ich meine, so eine Tastatur findet ihr einfach nirgendwo mehr. Also bieten, ruf schnell durch. Es sind nur 5 Minuten. Und was kommt noch dazu? Lass uns noch einmal, warte. Wir haben hier eine Tastatur von der Firma Compaq. Haben wir hier auch ein Tastaturmodell? Aha, für die Kenner. Compaq Computer Corporation. Modell RT101. Für die Kenner unter Sie. Jetzt zuschlagen. Anrufen, absahnen. Wer weiß, wann wir die nächste Tastatur wieder da haben? Man weiß es nicht. Einmalige Schnapper, nur bei uns und hier. Und denkt dran, es ist für einen guten Zweck. Und wir haben nur noch 4 Minuten. 4 Minuten nur noch. 4 Minuten. Arnold, was legen wir mit oben drauf? Wir legen dieses schon, die Platte oben abgebaute Laufwerk mit drauf. Ja? Ah, guck mal. Das ist quasi ein Computer. So, ne? Da fehlt nur die Festplatte, fehlt da. So. Startgebot also ich zum Beispiel, ganz Euro, ehrlich. Rufen Sie jetzt an. Das legen wir einfach mit drauf. Also jemand, der wirklich gerne am Frickeln ist, der kann damit sicherlich einiges noch anfangen. Mhm. Ich weiß noch nicht, wenn ich das jetzt mit drauflege, dann hört sich das auf zu drehen oder soll ich es einfach mal wagen? Ja, wir riskieren es einfach mal. Man muss ein bisschen Anschwung geben. Und dann geht es auch wieder. Ha? So, und wir sind in der 3 Minuten nur noch. Nur noch 3 Minuten. Und ich meine, das ist halt nichts kaputt, ne? Das seht ihr? Da ist alles ist da komplett, und da passiert gar nichts, es läuft einfach perfekt. Geben wir das auch damit zu? Ich würde sagen, wir haben ein Gebot. 7 Euro, das ist doch. Das 7 ist doch Euro was, das ja? Höchstgebot, derzeit nur und noch 3 Minuten. 25% davon gehen an die Stubnitz, 25% gehen ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Also bitte ruft an, traut euch. Wenn ihr eine Frage habt, ganz ehrlich, kann ich euch nicht beantworten, aber ruft gerne an, ja, hier bei diesen Produkten. Aber ich gebe euch trotzdem eine richtig gute Antwort, auf jeden Fall. Und ich sag euch, das ist haltbar. Das ist ja nicht so neumodischer Kram, das seht ihr ja. Das ist ja nicht irgendwie so ein, lass dich fallen. 2 Minuten übrigens nur noch, ja? Wer weiß, wie alt das ist. Also für 7 Euro eine Tastatur. Ist das Hochgebot, ja? Festplatten-Dinger. Ich kenne mich leider nicht so mit Technik aus. Also, aber es sieht massiv aus. Es sieht gut aus. Also. Das ist wirklich hot, oldschool, dirty, quick. Ja? Also einmal Ruhe. Alles, einmal bitte leise. Absolute Sexiness. Entschuldigung. Der Klang. Bitte, meine Liebe. Der Klang. Hörst du das? Ja, das ist.
Das ist, oh, das, das geht halt ja runter wie Öl. Das erinnert mich an meine Kindertage, ne? Die Leertaste. Also mal, stell das mal bitte einmal hin. Also das kannst du ja heute mit so einem Apple-Ding und mit was ich zum Beispiel auflege da, so kannst du das ja gar nicht mehr machen. Das hörst du Bluetooth, ja gar nicht, wenn du so. Und plötzlich ist die Verbindung nicht da, da, so ein Quatschebauch. Herrlich. Also da kann man ja fast, sag ich mal, auch eine Snare mit imitieren. Und vor allem, das kann man ja abnehmen. Escape-Taste, wenn es mal wieder nicht funktioniert. 11 Euro, richtig, so muss es sein. 11 Sehr Euro. Gut. Und die letzte Minute, jetzt dabei sein, anrufen. So. Die Nummer zum Glück ist 0221-596-19-7467. Von den alten Anschlüssen anrufen, her, das ist ja noch alles picobello, ne? Einmal muss man nur so ein bisschen... Die letzten 10 Sekunden. Das Höchstgebot liegt bei 11 Euro. Geht da noch was? Passiert da noch was? Sind Sie schneller? 11 Euro. Was passiert? Oh Gott, die Spannung steigt. Trommelwirbel. Und? Gleich ist der Buzzer aktiviert. Gleich ist es vorbei. Ah, der Buzzer ist aktiviert! Ja, so. Und gleich wird der glückliche Gewinner durchgestellt. Zu uns im Studio. Da ist er auch schon. Das Gebot der Anrufenden beträgt 11. Herzlich willkommen hier bei C3 Teleshop live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Mit wem spreche ich? Hi! Mein Stream ist langsam. Jetzt bin ich da. Na, wie ist denn der Name? Hier ist der Julian. Julian. Grüß dich, Julian. Du hast die Tastatur für 11 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Unfassbar. Super. Kannst auch mit den anderen Geräten was anfangen oder warst du nur auf die Tastatur heiß? Ich bin natürlich auf alle technischen Geräte heiß. Sehr gut. Da hast du richtig einen Schnapper gemacht, würde ich mal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Das Julian, von wo rufst du an? Aus Düsseldorf. Ah, okay. Düsseldorf. Schön. Gut. Weißt du schon, was du damit machst? Bastelst du die neu zusammen oder behältst du die Dinger so, wie sie sind? Ich nehme die natürlich in Betrieb, weil die Rechner, die man heutzutage hat, sind ja immer viel zu schnell. Und mit dem Rechner hat man bestimmt nochmal ein richtig authentisches... Erlebnis, wo man eine halbe Stunde für alles braucht. So ist richtig. Es. Perfekt. Genau, sehr gut. Sehr gute Einstellung. Bisschen Geduld. Wir werden das Paket für dich packen und ab nach Düsseldorf schicken. Vielen Dank für dein Gebot. Wunderschön, freue ich mich. Jo, bleib dran. Jetzt geht's weiter. Tschüss, Julian. Ciao. So schnell geht's. Also diese 5-Minuten-Quickies, die gefallen mir ganz gut. Die gehen wirklich. Da kommt was in Gang, Karin. Ja, ihr seid gespannt. Es kommen weitere Hot Deals, weitere Produkte von uns. Und jetzt machen wir eine kleine Pause mit einer kleinen Werbeunterbrechung. Aber bleibt dran und freut euch auf die nächsten Minuten, auf die nächsten Stunden mit uns und fantastischen Artikeln. Da sind wir wieder zurück bei CD3 Teleshopping. Und für unser nächstes Produkt habe ich mir wieder einen Experten dazu geholt. Und zwar ist es wieder unser beliebter Professor Dr. Groupon. Begrüßen Sie jetzt unseren Experten. Grüß dich, Karin. Hallo, Herr Professor. Ah, ist hier richtig warm mit der Technik, gell? Ah, mit der Technik kennt sich der Professor Hallo. Aus. Grüße dich. Hallo. So. Vielen Dank. Jetzt, also alle unsere Angebote sind ja exklusiv, aber das ist wirklich so einmalig, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass Sie so ein Produkt bei uns erwerben können. Das ist wirklich ein super, super Special, was Sie jetzt reingucken. Mhm. Okay. Wir sparen Sie nicht länger auf die Folter. Wir holen gleich unsere anonyme Testprobandin herein und denken Sie daran, das Angebot startet wie immer bei 1 Euro. Wer zuerst anruft, mal zuerst. Am besten würde ich jetzt schon genau richtig gemacht. Ich sehe das hier auf dem Bildschirm von der Regie. Das erste Gebot ist schon drin. 4 Euro. So. Und, aber, Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht glauben. Das haben nur die ganz speziellen Leute. Die Geheimdienste, der FBI und die CIA hat es. Sonst hat es keine. Und die Seenotrettung. Ein So, wir begrüßen unsere Testprobandin im Überlebensanzug. Gell? Das ist ein Überlebensanzug. Und es ist wirklich nicht relevant, ob es jetzt zum Beispiel ein Erdbeben gibt oder ein Vulkanausbruch oder dergleichen. Ja? Oder irgendeine Naturkatastrophe. Ja? Oder in unseren Tagen kann man damit ja auch zum Einkaufen gehen.
Wir müssen's mit Maske. Ich würde vorschlagen, einfach sofort testen. Liebe Probandin, bitte begib dich in die Sturmflut. Also, der wird überhaupt, die wird es überhaupt nicht merken. Und wenn das der Atlantik wäre, ja, und wenn das die Ostsee wäre, ja, das wird die überhaupt, das kriegt die gar nicht. Und wenn die, ich sag mal, 2-3 Tage unter Wasser wäre. Ja. Und sie werden das gleich sehen, liebe Zuschauer. Das macht überhaupt nichts. Dieses Orange, ja, mit diesem Orange sind sie aus 50 Kilometern zu sehen. Jetzt, wenn man jetzt da auch mal nein geht, ja, das ist überhaupt nicht nass. Ja, da bleibt Ihnen die Luft weg, aber ihr bleibt nicht die Luft weg. Ja? Inklusive Handschuhen. Hier ist ein Handschuh drin. Auf der anderen Seite ist ein Handschuh drin. Da sind so viele Features drin. Also so viele Specials sind da drin mit eingebaut. Also wenn man wirklich über Bord gehen sollte, oder wenn man mal wirklich über von der Brücke, also wenn man über in Köln oder auch hier in Hamburg über die Brücke gehen sollte und dann darunter fällt, da passiert Ihnen nichts. Nichts passiert Ihnen da. Ja, das muss man einfach so sagen. Ja? Also früher brauchte man einen Bunker. Wie teuer ist ein Bunker in seinem eigenen Keller? Das kann ja schon mal in die Tausenderbeträge gehen. Diesen Bunker brauchen Sie nicht mehr. Liebe Zuschauer, also rufen Sie durch, spimmeln Sie an, ja? Sie kennen doch bestimmt den Bunker, der hier in Hamburg steht, der große Bunker. Das ist ungefähr das Gleiche wie das. Ja, dieselbe Sicherheit, nur kleiner und kompakter. Wirklich für eine Person ein Ein-Personen-Bunker. Mhm. Ein Ein-Personen-Bunker, so ist es. Ich meine, wir haben noch gar nicht alle Features hier gezeigt. Zeigen Sie uns einmal, bitte alle Features, Professor. Einmal da ist ja noch eine Haut drunter. Das ist ja nicht nur das Orange. Gell? Und man sieht es, also wir fragen einfach mal nach, hast du noch Luft gekriegt? So, alles gut, gell? So, ist nichts passiert. Kannst du dir vorstellen, damit so 3, 4, 5 Wochen auf dem Ozean auch zu treiben? So, ich meine, du hast ja auch genug Tasche da, zum Beispiel für Verpflegung. So, Chaos Community, so. Das Höchstgebot liegt bei 10 Euro für einen Ein-Mann-Bunkeranzug. 10 Euro ist ja gar nichts, gell? Herr Professor, wie ist Ihr Spruch? Ich glaube, das ist ein Produkt. Das ist ein Produkt, wo es so auf dem Markt nicht nochmal gibt. Das müssen Sie klar werden, ja? Anrufen, absahnen. Es geht um Ihre Sicherheit. Das Produkt, das rettet Sie. Eines Tages rettet Sie das Gebot. Seien Sie gewiss, gell? Das Produkt, das wird Sie absolut retten. Und wenn Sie jetzt noch 100 Mal da in das... Ich kann auch nochmal ein bisschen... Professor, vielen Dank für die Beratung. Und da mal so richtig eine Sturmflut entfesselte. So, ne? Professor, und der passiert gar nichts und sie fällt ins Wasser. Professor, und hier 29 Euro. So. 29 Euro ist das Höchstgebot. Und wir können jetzt können wir nochmal, also außer die Handschuhe, da sind noch Handschuhe dran, da sind überall, eine zweite Haut ist da dran, ne? Und wenn man jetzt nochmal den Nacken, oh, da kommt eine Frage da rein. Bevor wir das Special zeigen, kommt eine Frage rein, gell? Ja, jetzt bin ich aber herzlich gespannt. Herzlich willkommen live im Studio bei C3 Teleshop. Wen habe ich dran? Hi, hier ist Luca. Hallo, Luca. Ich hätte mal eine Frage, und zwar, ihr habt da noch den Katastrophenbunker unten mit dran. Ist der denn auch mit drin im Angebot? Der Katastrophenbunker? Das hier, gell? Der aufgeblasene Katastrophenbunker. Genau, richtig. Ja, das weiß ich gar nicht. Ist der verkäuflich oder ist unverkäuflich? Also der würde, damit es auch wirklich bewiesen ist, würde der auch mit rausgehen, ja? Aber da wollen wir auch richtig, ich meine, der Anzug ist schon, ich sag mal, allein die Forschung für den Anzug ist natürlich schon einige Millionen reingeflossen, gell? Aber mit dem Katastrophenbunker muss er natürlich was bieten. Aber der wäre dabei. Wir sagen, der ist dabei. 33 Euro, gerade das Höchstgebot. Ja. Luca, ist deine Frage beantwortet? Ja, die wäre damit beantwortet. Super, dann machen wir jetzt sofort die Leitung frei, damit du anrufen kannst. Vielen Dank für deinen Anruf. Also, liebe Zuschauer. Tschüss. Ja. Sogar ein ganz Testcenter ist mit dabei, das muss ich mal vorstellen. Nicht nur der wunderbare Anzug in eine modische Farbe und der ganze Bunker ist auch dabei. Überlebensanzug Uranus. Jetzt anrufen. Jetzt müssen wir aber wirklich mal auch noch Zeit, es ist ja noch lange nicht alles. Nee, außer der ganze der Hagel hat noch mehr und Öse, Features, die da drin hat. Einmal der Aufblase von den Ringen. Also wenn es mal wirklich, wenn man jetzt 5, 6 Wochen in heißer Lava zum Beispiel Getriebe hat, so, ne? Also wo es wirklich nicht auszuhalten ist. So, jetzt und geht's dann, los. Sag ich mal, dann kann man immer noch das aufpusten. Und das ist also noch besser als die, auch in der Wüste zum Beispiel. Also wenn Rufen man jetzt so, Sie jetzt an. Jetzt auch wenn man in der Wüste ist, mit den Kakteen.
zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier, wir können das auch gerne einmal testen mit der... Professor, Höchstgebot liegt bei 42 Euro. Ich natürlich. Haben Sie eine Frage, dann rufen Sie uns im Studio 0221-59-619-7467. Sie haben noch eine Chance, den Überlebensbunker zu bekommen. Inklusive dem, wie nennt sich unser Pool? Wie heißt das? Im Fachjargon? Katastrophenbunker im Fachjargon genannt. Das Höchstgebot ist mittlerweile bei 33 Euro. Und jetzt, jetzt pumpt der Schlauch auf, hier auch, ne? Ja, und, ja. Und man muss eigentlich von der Kaktus, oder auch wenn es eine Splittergranat wäre, oder Molotow-Cocktail zum Beispiel. Das ist Sie können so das auch sicher. Auf eine Demonstration anziehen, ja? Da werden die Polizisten werden aber gucken, ja? Die werden sich aber oben gucken, wenn die das anders so. Da geht aber nichts durch, so. Ja? Da können die aber lange hier knüppeln, gell? So, Wasser prallt ab wie bei dem Lotus-Effekt. Da bleibt nichts haften, nichts kleben. Also wirklich, ja. Ich will eine persönliche Geschichte erzählen, wenn ich darf. Ja, wir haben Zeit. Ich darf ja sagen, ich habe den Anzug gesponsert, weil ich natürlich mit meinen wissenschaftlichen Projekten daran geforscht hatte. Und meine Mutter, die hat eine Diagnose gekriegt, dass sie schwer krank ist und noch 3 Monate zu leben hat. Ja? Nein, das ist ja schrecklich. Und da habe ich aber, weil ich natürlich Kontakte zu meinem Freund hatte, gell? Und da habe ich den Überlebensanzug bekommen. Ja. Da habe ich den Überlebensanzug bekommen. Und meine Mutter war damals 80 Jahre alt, gell? Die ist 120 geworden. Da hat die den Anzug ausgezogen und hat gesagt, jetzt ist auch mal gut. Dank des Überlebensanzugs. Jetzt gehe ich einfach freiwillig, gell? Jetzt ist auch genug gelebt, gell? So, und das muss man sich mal, da hat die einfach freiwillig entschieden, jetzt ist mal gut. Und ich meine, das ist ja, man denkt, das ist für Extremsituationen oder wenn sie schwer krank sind, gell? Aber dafür ist das nicht, ich meine, das ist ja Produkt, das von der ganzen Verarbeitung, die es normalerweise so gar nicht auf dem Markt gebe tut. Ja? 51 Euro, das derzeitige Höchstgebot. Wir sind gespannt, bleibt es bei 51 Euro oder wird es mehr? Rufen Sie jetzt an. Karin, eine Frage habe ich. Ja. Liest du Horoskop zum Beispiel? Ja, lese ich. So, zum Beispiel. Das ist absolut alltagstauglich, der Anzug, ja? Sie denken jetzt, ja, Erdbebe, das gibt es hier nicht, da wo ich wohne, gell? Das gibt es nicht. Aber stell dir mal vor, du liest im Horoskop, heute ist nicht dein Tag, du wirst vom Auto überfahren, gell? Da sofort mitnehmen, nichts riskieren. Da gehst du einfach mit dem Überlebensanzug zum Einkaufen. Und im Horoskop ist ein Schnippchen geschlagen. du willst nur los, paar Zwiebeln oder Schnürsenkel einkaufen, so. Wie, und warum sollst du dich da vom Lastwagen überfahren? Ja. Ich meine, was nicht alles passiert heutzutage, gell? Mit dem Lotus-Effekt prallt selbst ein Lastwagen an Ihnen ab, an unserem Überlebensanzug Uranus. Los. Chance ergreifen, anrufen, absahnen. Meine liebe Zuschauer, das ist ein Produkt, wenn ich noch einmal darf, Likain. Das ist ein Artikel, das wird frühestens in 50 bis 100 Jahren wird es wirklich für jeden Mensch auf dem Markt sein, weil das einfach so teuer ist. Gell? Das ist doch etwas, was die Geheimdienste, die wollen das doch geheim halten. Das ist deshalb heißt es ja auch Geheimdienst, gell? Weil und das ist unser Geheimtipp für Sie. So, und das ist dieses einmalige Ding, ich bedauere das, dass wir das nicht, wir hatten ursprünglich geplant, ein ganzes Familienset, ja? Nein, gell? Für die ganze Familie, aber... Aber wer soll das eigentlich bezahlen und wo sollen wir das herkriegen, gell? So, das wird schwer überwacht von der ganzen Lobbyisten. Aber hier könnt ihr die Lobbyisten auch mal eins auswischen, gell? So, der ganze Waffenlobby. Und wenn jetzt ein Krieg ausbricht oder so, oder ihr auch mal helfen wollt, dann zieht ihr den Anzug an und dann geht das einfach. So, ne? Also mich würde mal interessieren, es ist ja auch bei uns als sportlich betitelt, wie viel Bewegungsfreiheit hat man denn da drin? Ja, das ist natürlich toll zu sehen. Sehen Sie sich das an. Sie werden überhaupt nicht eingeschränkt. Und ich kann mir vorstellen, da drinnen sind noch extra, also man ist ja in so einem Vakuum, da muss ja die Bewegung noch viel leichter fallen. Und was das ist ja fast wie im Weltall, mit der Anti-Schwerkraft. Wahrscheinlich auch noch spannend wäre zu sehen. Und wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie einfach durch. Ich beantworte die gerne. Wenn du dich noch einmal neilegen magst und einfach mal schlafen Professor. Magst zum Beispiel. So, jetzt Professor, jetzt gibt es eine jetzt Frage. Gibt's eine Frage. Und herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Herzlich willkommen, mit wem spreche ich? Ja, hallo, du sprichst mit der Dada. Hallo Dada, du hast eine Frage, nehme ich an. Ich habe eine Frage zum Überlebensanzug und zwar würde ich wissen, was mache ich denn nach 20 Stunden in dem Anzug und ich muss aufs Klo? Wie ist da die interne Infrastruktur? Haben Sie die Frage verstanden, Aber natürlich, Professor? Die habe ich verstanden. Das ist mit dem Anzug einfach perfekt gemacht, ja? Das ist perfekte, was früher auch die Georg-Schuhe zum Beispiel hatte, ja?
Also da geht zwar nichts rein, aber da geht automatisch alles raus. Ja, das ist also überhaupt kein Problem. Du bist ja, ich sag mal, gemütlich in was auch immer, ja, in Schwefelsäure oder Lava oder einfach auch im Meer oder bist auch einfach beim Einkaufen, auch wenn du beim Einkaufen auf Klo musst, sag ich mal, ja. Du lässt dich einfach raus und gut ist. Und das ist dann... atmungsaktiv? Das ist genau, und das ist ja der Grund, das ist eben genau der gleiche Stoff, der damals in diese Georg-Schuhe war. Das ist total atmungsaktiv, du schwitzt da halt auch nicht drin. Ja? Oh. Also, und da ist keine Windel oder so? Das ist... Nein, genau. Das geht einfach durch. Und wie ist das vom Tragekomfort? Also ich kann nur für mich behaupten, dass immer wenn ich das anhatte, und meine Mutter hat es halt auch genauso bestätigt, dass es einfach top ist. Also die hatte ich auch einfach zu Hause als so ein, als Onesie quasi, wie man heute so sagt, gell? Hat die das getragen. Also es ist ein super Tragekomfort, würde ich sagen. So. Und wirklich das, was da reinkommt, das, da sind bestimmte Motoriken, sag ich mal, eingebaut, dass einfach alles wegfliegt. Nur noch 5 Minuten. Mit der Körperhygiene? Das macht der Anzug durch diese kleinen Mikroteilchen, die da eingebaut sind. Nanotechnologie. Das ist eine bestimmte Nanotechnologie. Danke, mir ist das Wort nicht eingefallen. Ja? Das einfach, du brauchst dich wirklich, ich sag jetzt mal, also meine Mutter hat da bestimmt ein halbes Jahr drin gesteckt, bevor die das erste Mal wieder rausgekommen ist und sich waschen hat. Und da hast du nichts gestunken, nichts gerochen. Ja, das hier war einfach tipptopp sauber. Da muss man einmal vielleicht den Anzug reinigen, aber ich sag mal, ein halbes Jahr brauchst du dir keinen Gedanken machen. Wirklich. Ja? Das klingt toll. Also ich glaube, dann würde ich fast den Anzug nur noch tragen jeden Tag. Sehr gut, dann freuen wir uns, denn Beat richtig viel jetzt, ja. Es ist noch ein richtig günstiges Angebot. Und wir geben dir jetzt die Leitung wieder frei. Schön, dass du angerufen hast, gell? Danke, Dada. Mach es gut, Dada. Tschüss. Tschüss. Tschüss, sagt man. Und du hast jetzt während des Telefonats mal ruhig Auge zugemacht und geschlafen? Super. Ich mein, liebe Testprobanden, plansch doch mal noch mal ein bisschen. Demonstrier doch noch es mal. Es schläft sich halt auch gut in dem Anzug, ne? Es plansch und das Wasser so in alle Richtungen und unsere Probanden bleibt trocken. C3T, der Shopping. Wen habe ich in der Leitung? Da passiert gar nichts, ne? Da passiert gar nichts. Sie sehen es ja. Der Horst ist wieder da. Horst, eine bekannte Stimme. Hast du gestern nicht auch schon angerufen? Richtig, ich habe aber leider den Kaktus nicht mehr bekommen. Horst, ich habe eine Überraschung für dich. Heute bringen wir die Kakteen noch mal rein. Du hast noch mal die Chance. Ja. Unglaublich, wiedergeboren zu werden. Vielen Dank. Horst, hast du gerade eine aktuelle Frage zum Überlebensanzug? Ja, an den Professor. Ich wohne in einer ziemlich umständlichen Nachbarschaft. Ist dieser Anzug eigentlich kugelsicher? Der Anzug ist definitiv kugelsicher. Der wurde in allen gefährlichen Nachbarschaften, ob in Afghanistan oder ob in der Bronx oder sonst wo, getestet, wo gerade Kriegssituationen sind. Sie können damit auf jeden Fall überall hin, durch alle Wüste und durch alle Kriegsgebiete, und da passiert gar nichts. Egal, ob das Hannover-Linde ist oder Brooklyn. Oder ja, ob man in den Hühnerstall reingeht. Ja, vielen Dank für Ihre Beratung, Herr Professor. Da fühle ich mich in guten Händen. Sehr gerne. Ich freue mich. Schnell die Leitung, bitte schnell, Horst. Ja? Okay, bis dann, ciao. Tschüss. So, die letzten Minuten sind angebrochen. Das Höchstgebot liegt bei 51 Euro mit der Nummer 4162 am Ende. Und ich sehe gerade 3 Minuten noch, aber ich meine bei 51 Euro. Minuten. Ich sag mal, allein, was da an Forschung reingeflossen ist. Ich meine, das sind ja Mikrofasern, die da eingearbeitet sind. Das sind ja Hydrobroncarbonatfasern, gell? Das ist 51 ja Euro. Ne? Tun Sie nicht nur sich selbst was Gutes, eine und Verjüngungskur, sondern auch, ich meine, denken Sie an die Erlöse. Es ist ja auch für die andere, Karin, gell? Es ist ja für die andere. Wir geben jeden Cent weiter. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und ganze 50% an netzpolitik.org. Allerletzte Chance. Gleich wird der Buzzer wieder aktiviert. Seien Sie schnell. Hauen Sie in die Tasten. Bitte. Absahnen. Absahnen ist das Stichwort. Sei Sie gewiss. Das ist ein Produkt, wo es so nicht nochmal bekommen. Schauen Sie sich mal, wie sich unsere Testprobanden wohlfühlt. Also die könnt ihr noch ein halbes Jahr drin verbringen. Ja, das ist Wahnsinn. Der Anzug ist der Wahnsinn. Also da würde ich... Da bin ich ja fast schon ein bisschen neidisch. Da würde ich meine Schwiegermutter an den Teufel verkaufen, gell? Also wirklich. Oh, herrlich, dieses Planschen. Also, weißt du... Wunderbar. Das ist einfach toll zu sehen. 52 Euro das Höchstgebot derzeit. Nur noch 2 Minuten, 52 Euro das Höchstgebot, bleibt es dabei. Wirklich ran, bimmel sie durch, ja? Allerletzte Chance. So, mein Gott, das kriege ich nicht mehr. 55 Euro Höchstgebot. So, das ist einfach, ja, und es jubiliert. Und Professor, wir haben das nächste Produkt ist ein
Kombigerät. Das passt dazu. Das passt perfekt also, zum Überlebensanzug. Das kann, können wir schon wegnehmen. Mhm. Ja, das ist, ja, und wir kommen jetzt langsam auch in die letzte Minute. Und das ist, eigentlich ist es viel zu schade. Ja, ich meine, was der Anzug alles kann. Ja, wenn ich an ihre Mutter denke, eine Verjüngungskur. Sie war wieder gesund, als sie aus diesem Anzug wieder rauskam. Richtig. Und eigentlich ist es der Überlebensanzug Jesus, muss man sagen. Ne? Ja. Also das ist der Heiland, muss man sagen. Der Heiland. Und das ist wirklich, der macht alles wieder gesund. So, ne? Der ist wirklich tipptopp. Und es geht halt auch an gemeinnützige Organisationen. 25% geht wohl an die Stubnitz, 25% geht ans Gängeviertel so. Und 50% an netzpolitik.org. Und, okay? Und so. Ich bekomme gerade die Info von der Regie, das Höchstgebot liegt bei 76 Euro. Und das ist ein Preis, der einigermaßen eigentlich an den Wert rankommt. Eigentlich müsste die Nulle da noch mit ran. 76.000 müsste da eigentlich stehen. Und wie ich sehe gerade, die letzten 10 Sekunden sind angebrochen. 10 Sekunden. 10, hei, hei, hei. 9, 8, das ist spannend. Anrufen, das ist 7, 6, dabei sein, 5, 4, 3, 2, 1. Die Leitungen sind zu. Das war's. Der Buzzer ist aktiviert und ich freue mich absolut jetzt. Absolut Schnäpsche, gell? Absolut Schnäpsche. Ah, jetzt hier von der DJ Arnold. Anrufenden beträgt 76. Live im C3 Teleshopping Studio. Wen darf ich begrüßen? Hi. Hallo. Hi. Wie ist dein Name? Die Uschi aus Garbitz. Wie bitte? Die Uschi von den Bachfelden. Hallo. Tut mir leid, ich kann deinen Namen leider nicht verstehen. Ich höre dich ganz, ganz leise. Du bist auf jeden Fall... Wie bitte? Ist ein bisschen divers. Uschi. Uschi? Die Uschi. Die Uschi. Ja, super Uschi. Tut mir leid, dass ich den Namen nicht verstanden habe. Du warst die Höchstbietende mit 76 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und noch ein... Ja. Uschi, es tut mir leid, ich verstehe dich ganz schlecht hier im Studio, also bitte bleib in der Leitung, es geht gleich weiter. Hauptsache die Leute von der Finanzierung verstehen sie gleich gut. Ja, Hauptsache die Leitung klappt gleich wieder. Also bitte bleib dran, jetzt geht's noch weiter mit der Zahlungsabwicklung und freue dich schon mal auf unseren nächsten Artikel, der passend zum Überlebensanzug passt. Vielen Dank für dein Gebot und vielen Dank auch an die Probandin für die... Für die Wagemute, man weiß Tschüss. Ja immer nicht, ob es funktioniert. Vielen Dank. Tschüss, danke. Gut. Man weiß ja nicht immer, ob es funktioniert, aber es ist heute bei uns im Studio live mal gut gegangen. Ne? So, ist es wieder... Warte noch. Ja, jetzt, ich glaube jetzt, wenn es wirklich öfter klingelt, dann ist es wahrscheinlich doch... C3 Teleshopping. Anrufenden bitte. Noch ein Gebot? Iris. Hallo, C3 Teleshopping, live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Okay, das scheint wohl wieder ein Fehlanruf zu sein. Kein Problem. Das wir machen nichts, einfach ja. weiter, denn wir sind ja professionell. Mit dem nächsten Produkt. Also nochmal vielen Dank, Herr Probandin, für deine wunderbare Unterstützung. Das ist also wirklich fantastisch. Tschüss. Tschüss. Mach's gut, gell? So. So. Ich meine, hätte ich jetzt den Anzug angehabt, dann wäre ich gar nicht nass geworden, gell? So. Ja, hätten wir mal den Anzug angehabt. Ich kümmere mich kurz hier um die so, wir Esoberia kramen und räumen Havagrensis. Noch ein bisschen um. Ja, wunderbares und Gewächs. Wir haben wunderbares es Ihnen ja Gewächs. Schon angekündigt. Unser nächstes Produkt passt perfekt zum Überlebensanzug. Wir kriegen das Produkt gleich reingebracht, aber ich verrate Ihnen schon einmal, was es ist. Und zwar... Willst du es wirklich schon sagen? Oder warten wir noch einen Moment? Also ich meine... Ich glaube, die Spannung, man muss auch mal die Spannung aushalten können. Dann wiederholen wir doch gerne einfach nochmal. Oh, die schöne Paragensis Nicaragua. Mein Lieblingspflanz, gell? Immer kippt die um. Ich mag die eigentlich. Superschön Pflanz. All creatures zu Hause an den Bildschirm. Denkt daran. Die Erlöse werden gespendet. Alles für einen guten Zweck. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne anrufen unter 0221 59 619 7467 oder uns Fragen auf Twitter stellen. Und wir machen jetzt mit unseren Masken weiter. Und zwar unser Produkt U96 EEBD Atemmaske. Ja, das ist die Atemmaske, die natürlich perfekt dazu passen wird.
Also auch gerade, wenn man jetzt unsicher ist, mit dem Schiff fährt oder mit dem Flugzeug fliegt, ne? Da hat man immer vielleicht zum Überlebensanzug noch die Atemmaske dabei. Was eigentlich nicht nötig wäre. Richtig, was aber... Aber gell? Wir lieben ja Sicherheit. Sicher ist sicher. So, wir machen es mal auf. So, so sieht es aus. Man kriegt es auch ganz einfach im Handgepäck mit verstaut. Oder man setzt sie von vornherein auf. Setzt sie einmal von vornherein auf und dann ist es, läuft das. So. Die Leitungen sind frei, Sie können jetzt anrufen. Ich dachte, wir hätten schon ein erstes Gebot gehabt, aber ist schon scheinbar wieder weg. Nein, wir haben noch kein Gebot. Ich meine, so, da geht hier auch schon die Murmel. Die Murmel. So, ich meine... Wir haben wieder zwei Exemplare für Sie. Sie wissen, das ist eine Rarität. Meist haben wir nur Einzelstücke. Ein einziges Stück, ein einziges Artikel. Hilfe, Professor. Das Produkt haut mich wieder so um, dass mir die Worte fehlen. Normalerweise haben wir nur ein Einzelstück. Normalerweise sind es Einzelstücke, wo sie nett finde. Wo sie woanders nett finde. So, und so. Nun haben wir unser erstes Gebot von 25 Euro. Ich sage Ihnen jetzt schon, die Wissenschaftler, die wirklich was von der Sache verstehen, die schwöre darauf. Also Wissenschaftler, wo wirklich was von der Sache verstehen, die schwöre darauf. Das ist ein Atemmask, das ist eigentlich unglaublich. Ja, sie wird, bekommen... zwei Atemmaske inklusive Koffer, der natürlich farblich perfekt abgestimmt ist auf unseren Überlebensanzug Uranus. So, wir können das hier einmal, ne, vielleicht, manche kennen das vielleicht, außer wer schon mal im Flugzeug geflogen ist oder so. Ja, da beißt man hier drauf. Ich mache das jetzt nicht vor, weil aus hygienischen Gründen, richtig. Sie wollen das hier noch... auch wirklich für sich nutzen, aber Sie verstehen das Prinzip, ja. Und Sie können in die Atemmaske nicht nur Sauerstoff reinmachen, sondern das funktioniert zum Beispiel auch wunderbar. Meine kleine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 16 geworden und die hat eine kleine Party gemacht. Und normalerweise hatte die dann immer so Luftballons, die unter die Decke gehen, wo sie mit Helium gefüllt hat. Gell? So. Kennst du das, Karin? Gell? Ja. So, wo die Kinder, die Freunde, die sprechen immer so und so. So. Und, aber hier in die Atemmaske, da passt ja viel mehr rein, als wo in so einen Luftballon. Gell? So, und da hat jede von den Kindern, ich meine, durch die ganze wissenschaftliche Arbeit habe ich mir natürlich hole ich die mal mit aus dem Labor, so für sie 16 geworden, darf sie 16 Leute einladen. Gell? So, da hatte jeder kurze so. Kurze Zwischeninfo: 32 Euro das Höchstgebot, so. 35 Euro Korrektur, 35 Euro das Höchstgebot derzeit. So, und da könnt ihr jetzt, ich sag mal, wenn ihr zu zweit seid zum Beispiel, für einen romantischen Abend auch, weil es sind jetzt meine Tochter, keine 16 Leute, aber für zu zweit seid für romantisches Dinner oder so, habt ihr die Atemmaske dabei und da könnt ihr immer die ganze Zeit Helium nachtanken, gell? So. Und da lernt man sich auf eine ganz andere Ebene kennen, weil man plötzlich die Gefühle, die da allein von der Stimme transportiert wird, das ja in der Forschung bekannt ist, die Stimme ganz viel auch mit Verhalten zu tun hat. Und da kommt was ganz anderes beim Zuhörer an, durch die unterschiedliche Stimme, was in der Helium. Ne? Ist ja Unterschied, ob jetzt jemand zu Ihnen sagt, du hast so wunderbar Haar oder ich mag dein Nas zum Beispiel oder sagt, ich mag dein Nas. So, dann merken Sie gleich, das ist was anderes, gell? Karin? Rufen Sie jetzt an unter 0221 59 619 7467 und das Höchstgebot liegt bei 42 Euro derzeit. Professor, ich hätte ja eine ganz andere Idee. Und zwar, die Weihnachtstage liegen gerade hinter uns und ich habe eine Großfamilie. Und wissen Sie, was mir passiert ist? Bitte. Also wo viele Menschen sind, wird viel gegessen. Und was reinkommt, muss auch wieder raus. Ja, ich habe es gesagt, wir hier bei Tele3 Teleshopping sprechen nicht nur die schönen, duftigen Themen an. Nein, wir gehen auch dahin, wo es weh tut. Und nämlich, es tut in der Nase weh. Richtig. Wenn mal wieder die Toilette vollgespiept ist. Ich würde diese Maske anziehen. Ich mein, man kann seine Verwandte sowieso nicht immer riechen, gell? Aber da kann man sie noch weniger riechen. Aber dann, wenn man da auf Festessen mit Tante und Opa und Onkel ist, ja. Und dann da auch noch auf Toilette, ganz ehrlich, ja? Wer will jetzt denn riechen, gell? Für ich diesen nicht. Fall können Sie diese Atemmaske vor der Toilette platzieren und
Und Sie müssen nie wieder Angst haben vor schlechten Gerüchen, wenn Sie die Toilette betreten. Sie riechen nichts, Sie riechen einfach frischen Sauerstoff. Wie herrlich ist das denn? Nie wieder gibt es Zankerei. So, ah, hast du wieder die Toilette benutzt? Ja, super, jetzt kann ich da erstmal eine halbe Stunde nicht rein. Nein, diese Streitereien gehören der Vergangenheit an. Holen Sie sich jetzt unsere Atemmaske im Set von 2, inklusive Koffer, inklusive dem orangen Koffer. Jetzt zuschlagen. Das Höchstgebot liegt bei 37 Euro. Das können Sie sich nicht entgehen lassen. Absahnen, anrufen, zugreifen, allerletzte Chance. Die Leitungen sind frei, rufen Sie an. Und genauso, ich bin ja zum Beispiel für viel unterwegs, auch mit dem Flugzeug oder mit der Bahn. So. Und wenn man dann mal sich kleine Kissen, hier also die Atemmaske bei sich trägt, im Koffer, und hier mal irgendwie kleines Kissen reinmacht und dann als Kopfkissen so einfach so sich da so reinlegt. Richtig. So, ne? Das ist ja Gemütlichkeit, super oder? Gemütlich, da kann man sich ruhig mal eine Minute, 20 Minuten erhole, so, ne? Professor, das ist so gemütlich. Oder auch eben mit seinem Partner. Man hat eben sich hier ein bisschen Helium zu zweit im Abend Das erinnert mich aber, Professor, sagen Sie mal, ich bin ja so, ich koche ja gerne, und das sieht für mich gerade so aus wie ein riesengroßer Eiswürfelbehälter. Zum Beispiel. Oder der sieht aus. Einfach Wasser einfühlen, in die Gefrierkühltruhe, und Sie haben Eis. Richtig. Genau, richtig. Vielleicht für den Herrn, der von uns die Sirenenlampe erfunden hat. Wir haben ja gesagt, man kann auch draus trinken. Wie wär's? Anrufen mit Rieseneiswürfeln. Außer Sirenenlampe Rostalgie trinken. Mein liebe Karin, ist ja nicht nur Platz für die Eiswürfel, sondern man kann ja schon zum Beispiel in so bestimmte Viertel, ist ja immer Gefahrenzone und so, da darf man ja nicht denn abends mit der Alkoholflasche rumlaufen. Ja? Sie kennen das, dass man da denn, oder in der Bahn zum Beispiel, ja. So, und nun macht man da Eiswürfel rein. Gell? Ja. Und hier mixt man 2, 3 Getränke seiner Wahl, zum Beispiel Bier und Pfefferminz-Schnaps zum Beispiel. Ja? Mm. So. Also je nachdem, was man mag. Gell? Hier kriegen Sie noch von uns die neuesten Cocktail-Empfehlungen. Da klappt es einfach zu. Zack. Zack. Und nehme das mit in die Bahn. Und schön in die Atemmaske können Sie auch noch was anderes reinfüllen. Das ist ja nicht nur, wie gesagt, das ist nicht nur für den Sauerstoff. Sie können da auch beispielsweise Helium reinfüllen. Drinking undercover. Keiner erwischt Sie mehr. Und die Tasche ist immer dabei. So, ne? Hat man das immer. Und man denkt ja, die Leute denken doch, der würde noch was Gutes tun, ne? Der wäre vom Rote Kreuz oder so, ne? So, aber das ist richtig guter Erste-Hilfe-Kasten, sag ich mal. Ja, auch wenn man dafür was anderes verwenden will, ne? Wenn man die Maske hat man zu Hause, wenn man vorm Computer sitzt zum Beispiel, wenn man arbeitet, hat man die Maske mit Sauerstoff oder was auch immer man mag drin. Und für unterwegs nimmt man den Cover mit. Zum Beispiel für Eiswürfel, wie die Karin gesagt hat. Richtig, ne? Das ist unsere Diamanten-Edition. Sauerstoff für 5 Minuten oder andere Gerüche oder Flüssigkeiten Ihrer Wahl. Und das ist wirklich, wirklich eine Qualität, gell? Und es passt ja auch, also ich meine, das passt ja auch zu deinem Outfit. Ich bin kein Experte. Zu jeder Farbe. Aber das, ich bin wirklich, aber das sieht ja toll aus. Ne? Also ich finde, das steht mir richtig gut. Also wenn man das hier auch mal, so wenn man das hier einmal umhänge. Nur noch 5 Minuten. Einmal ruhig umhänge. Vorsicht, das Mikro. Ja, so, ne? So, und da, es ist natürlich so, aber man sieht, dass es gut aussieht, gell? Ja. So, oder so rum halt, ne? So eigentlich. So, und es sieht ja fantastisch aus, ne? Und gucken Sie mal, wie viel da reinpasst. Junge. Ne? Also, das ist ja, ich sag mal, eine 32er Margarita, gell? Oder eine Tonno passt da rein. Aber locker eine 32er. Oder Sangria. Das ist kein 26er oder 28er, das ist eine 32er Pizza, ist das, gell? So ein Ding, gell? 37 Euro das Höchstgebot. Seien Sie schnell. Noch haben Sie die Chance. Es ist noch nicht vorbei. Sie können noch absahnen. Also anrufen. Also Karin, ich wundere mich die ganze Zeit, dass die Leute für so überlebenswichtige Produkte doch so wenig Geld ausgeben. Ja, der Trend geht halt zu Beauty und Mode, aber das ist fundamental. Das ist wichtig. Aber ich sag mal, für so ein Heavy-Metal-Konzert oder so, da geben die 150 Euro aus. Richtig, ja. So, muss man mal sagen, um sich da irgendwie 4, 5, 6 Tage im Schlamm zu wühlen. Ja? So, aber für, um zu überleben, da ist nur 37 Euro. Mm, und noch für so einen guten Zweck. So, ne? So, also, und das mit den, das 150 Euro für die Metal-Konzerte, das geht dann da, weil die den Satan da anbeten. So, zu solche Bands geht es da, ja? Muss nur man auch mal sagen. Nur noch 4 Minuten. Rufen Sie an. Bieten Sie mit, rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen oder auch über Twitter auf unseren Kanal 3C Teleshop. Wir erwarten Ihre Fragen gern. 2 Atemmasken, Koffer, multifunktional einsetzbar für, es ist als Ersatz für ein Kopfkissen gedacht. Oder Sie können riesengroße Eiswürfel damit machen oder praktisch die Atemmasken transportieren.
Ich weiß nicht, was Sie noch mehr wollen. Das ist einfach. Ja, das ist genau das Modell, wo ich gedacht habe. Das ist genau das mit der Seriennummer, mit der 21A10. Das ist ja alles hier eigentlich Titan, das ist ja unausweichbar, gell? Nur noch 3 Minuten, ja. Unser Produkt. Und hier haben Sie auch eine kleine Uhr. Können Sie immer auch auf die Uhr gucken, was die Stunde geschlagen hat. Sag ich mal, ne? So, und der Beutel ist ja auch eins, er verarbeitet, ist ja unkaputtbar, ne? Mhm. So, das ist ja... das steht ja aber auch wunderbar, Grill. Das steht hier wunderbar. Und hier ist ja auch noch so... Regen können wir was dranhängen, zum Beispiel Flascheöffner oder sowas. Ja, das ist ja überhaupt kein Thema. Ne? 40 Euro, wir haben ein neues Höchstgebot. Ja, bleibt es bei 40 Euro oder kriegt der Anrufer noch kalte Füße? Wir sind gespannt. Und sehe, ich will das noch mal kurz in die Kamera halten hier. Ja, das ist hier, sehen Sie, das ist einmal das Mundstück und hier sind noch die beiden Pinöbel, um sie in die Nase zu stecken. Okay? Damit auch kein Wasser zum Beispiel ist. Oder Wasser, mal der Helium einatmen will zum Beispiel, ja, unter Wasser ist. Oder was auch immer Sie machen, wenn Sie Atlantis suchen oder so. Und zack, da können Sie hier, zack, die 40 einfach Euro. So, kommt kein Wasser in die Nase. Oder nur, wenn Sie mal zum Ringetauchen ins Hallenbad gehen. Einfach nur noch 3 Minuten. Ohne Atemgerät nutzen, gell? Und so. 40 Euro, so. Das Höchstgebot. Danke. Also das auch um den Hals habe, ist das auch ein gutes Workout. Ich habe hier immer so Verkrampfungen in den Schultern. Also je länger wir das Produkt präsentieren, desto besser wird es ja. Liebe Zuschauer, das können Sie sich doch nicht entgehen lassen. Und das ist halt auch dabei, ne? Das ist eigentlich der Verschluss. Das ist eigentlich der Verschluss. Aber was kann man denn alles damit machen? Man kann damit einen Lichtschalter bauen, gell? So machen wir einen Stromkreis und macht an und aus, so, ne? Zack, zack, zack. Ja, so, oder das ist auch ein gutes wenn man die jetzt Erbsen... Abwerfgerät. Richtig, genau. Ne, für ja, die Kinder, genau, für die Kleinen. Wenn die Kinder mal wieder Counter-Strike im Garten spielen, zum Beispiel nur mit Erbsenrohre oder so, da kann man das auch verwenden, ne? Das ist eine besondere Waffe. Der. Ich meine, die ganze Kinder mit der... Oder? Ich meine, man baut sich dann ja auch mit Zielfernrohr oder so. Zum Beispiel, mein Sohn hat also, immer so mit Zielfernrohr gebaut, weil der auch technisch... Hören Sie das? Das ist Musik. Das könnte das neueste Musikinstrument sein. Und unser neuestes Gebot, Höchstgebot, liegt bei 42 Euro. Ja, bei dem Sound würde ich auch anrufen. Und die letzte Minute rufen Sie jetzt an. Professor, machen Sie doch mal so die ganze... Oder Sie knistern. Sie knistern und ich mache... Also wer jetzt nicht zuschlägt, ja, weiß ich aber auch nicht. Oh, das ist 42 Euro. So wie Marianne und Michael, das habe ich früher mit meiner Frau gern gehört, gell? Schabada. Anrufen. Schabada. Spenden. Dabei sein. Anrufen. Schabada. Spenden. Schabada. Dabei sein. Die letzten. Ich hab dein Herz berührt, gell? 10 Sekunden. Ich hab dein Herz berührt. Angebrochen. Werbe die Atemmaske bekommen. Wir wissen es nicht, aber wir wissen es. Jetzt bist du ein bisschen auf den Takt. Entschuldigung. Ja, jetzt war ich schon wieder außer Rand und Band. Das passiert. Oh, ist vorbei. Der Wasser ist aktiviert. Für 42 Euro ist es weggegangen. 42 Euro, das ist Höchstgebot. Wir sind gespannt, wer ist der, kommt der Anruf. Bitte, Karin. Ich bin total gespannt. Das Gebot der Anrufenden beträgt 42. Sie sind jetzt lebendig. Herzlich willkommen bei C3 Teleshop. Sie haben das Produkt für 42 Euro erworben. Wem darf ich gratulieren? Martin, hallo. Martin. Hallo Martin, grüß dich. Du hast unser Atemgerät, 2 Stück inklusive Koffer erworben, gleichzeitig unser Fitnessgerät und unser neuestes Musikinstrument und Erbsen, wie nennt sich das, Professor, nochmal? Abwurfgerät. Herzlichen Glückwunsch. Erbsenabwurfgerät. Siehst du uns gerade? Das müssen wir mal zeigen, live im Fernsehen, ja? Kriegen wir hier noch irgendwo eine Erbse her? Haben wir Erbsen hier? Vielleicht Regie, haben wir von der eine Erbse? Professor, sonst pass auf, Sie ich habe eine gute... Ich mache das jetzt nicht nass, wie zum Beispiel früher in der Schule. Ne? Das ist im Moment aus hygienischen Gründen. Wenn ich das gleich... Ne? Ich bin zugeschaltet, aber ich bin begeistert gewesen von den großen Eiswürfeln. Richtig, ja, die Eiswürfeln sind natürlich auch ein Highlight. Das. So, Achtung, jetzt geht's los. Ja, man muss das hier richtig reinlegen in das Katapult. Ne? Okay. Das ist natürlich Vorführeffekt. Das erfordert natürlich Übung. So, das ist natürlich, ich bin kein Waffenarr, gell? Ich bin ja eigentlich eher auf der anderen Seite. Ich bin eigentlich zufrieden dafür. Ich wurde meist beworfen in der Schule, weil ich eine Brille trage habe. Und?
Ja, das, sehen Sie? Da ist schon der erste schon richtig weit geflogen. Ja, unser Professor muss noch da oben ein ist gelandet. Ja, das, aber das, hast du gesehen, das fliegt ganz schön hoch, fliegt das, gell? Martin, vielen Dank, dass du das unser Atemgerät. Das könnte ich aber nicht. Wie bitte? Das könnte ich aber nicht. Also, also wenn das der Professor so schlecht macht, also wie soll ich das dann besser machen? Na, normalerweise macht man das ja auch mit Erbsen. Die sind ja ein bisschen feuchter und die haben mehr Grip, verstehst du? Da hast du gesehen, da ist hingeflogen. Das ist ja aber irre, wie das funktioniert. Ja. Papierflügel kann man auch richtig gut feucht machen. Ja, aber aus hygienischen Gründen machen wir das gerade lieber nicht. Aber ich kann, das tut auf jeden Fall auch richtig weh. Ja? Aua! Also wenn das so, zum Beispiel. Also so, man merkt, es hat einen Schwung hinter. Bevor der Professor noch auf dumme Ideen kommt, gratuliere ich dir noch einmal, dass du das Produkt bei uns erworben hast. Bleib in der Leitung, jetzt geht's weiter mit der Zahlungsabwicklung. Vielen Dank. Danke dir, tschüss. Tschüss, Martin, tschüss, ne? Bis dann. Oh, da war ich mal wieder in Rage. So. Wirklich Schnäpsche geschlagen wieder, gell? Wir machen jetzt eine kleine Umbaupause. Bleiben Sie dran. Es geht sofort weiter. Da sind wir wieder bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Und ratzefatze geht es weiter mit unseren Hot 5 Minutes Quickie Deals. Und zwar mit unserer Boombox. Das Startgebot liegt bei 1 Euro. Und wie bereits angekündigt, 5 Minuten heißt, es ist nach 5 Minuten weg. Wir schließen die Leitung. Also seien Sie schnell, rufen Sie an. 0221 59 619 7467 ist die Telefonnummer. Liebe Zuschauer, bitte rufen Sie an. Das hier ist eine fantastische Box. Die ist handgearbeitet. Ich habe selber schon in großen Clubs nur mit dieser Box aufgelegt, wenn mal irgendwas ausgefallen war. Die hat einen super satten Sub. Ja, das DJ geht Arnold nach vorne. Kennt sich aus. Das ist ein Top, also die kann man einfach ohne Strom einfach, oder man benutzt zum Beispiel 2 Zitronen, hier sind die beiden Antennen, ja, sind 2 Plus-Minus-Zitrone und zack, ist einfach ein guter Sound, dann schaltet man per Bluetooth zu, ist überhaupt kein Problem und dann kann man direkt loslegen, egal ob man im Sommer im Park auflegt, ja, oder für sich zu Hause auch einfach mal schön gern ein bisschen Jazz hören, ein paar Platten raus, also einfach ein fantastisches Stück, was ihr hier bekommen. Und in unserem bewährten Shelby-Schick-Design, also Das ist schon wieder unser Design, das verändert sich ständig, weil gerade sah es auch so aus. Dieser. Plötzlich knibbelt das hier ein bisschen ab, also, schon sieht es anders aus. Wenn das mal nicht zu dem Speaker passt, den wir gestern verkauft haben, oder wenn es nicht, unsere Produkte passen halt einfach alle richtig gut zusammen. So. Oder auch zu dem Bilderrahmen. Ne, das passt doch einfach. Wir hatten doch schon Anrufer, den Hula-Hoop-Reifen wollte sie ihre Freunde einsetzen. Noch 4 Minuten. Und stell dir vor, ihre Freunde tanzen mit dem Hula-Hoop-Reifen neben unserer Boombox und das kommt dann ins Bild. Wunderbar, genau. Ein Gemälde ist das. Also, oder als wenn man es zum Beispiel auf einer großen Demonstration gegen oder für was auch. Also, ob man jetzt für was ist oder gegen was ist, auf die Demonstration nimmt man das mit und dann hat man einen kompletten Lautsprecherwagen dabei. Oder Lautsprecherbollerwagen. Egal welche Größe, das beschallt die ganze Fläche. Ja? Unser Höchstgebot liegt bei 50 Euro. Bleibt es dabei? Wird es noch mehr? Bleiben Sie gespannt und rufen Sie durch. Hauen Sie in die Tasten unter der genannten Nummer oder im Eventnetz einfach unter der 7467. Dabei sein, anrufen, absahnen. Und zur Not. Zur Not kann man das Ding ja auch einfach auseinanderbauen. Und einfach einen ganzen Bass-Tower bauen. Einfach einen ganzen Tower bauen. Ne? Also man kann das, da ist so viel Material drin verbaut, das sieht man jetzt nicht. Ne? Beim Gitarre spielen, ne, benutzt man doch auch für das Bein immer so einen Untersetzer, ne? Damit die oder das. Richtig. Genau, richtig. Da sind wir schon bei passend bei Musik. Ne? Und egal, ob man ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner ist, kann man, wenn man Klassik-Gitarre spielt, die Musiker werden das kennen, einfach das Bein da drauflegen, statt dieses, das hat ja jeder, dieses Aufklapp-Ding. Ne? Ach, Mensch, und das ist doch mal cool, Mensch, was hast du da? Und da direkt steht direkt, das ist die Vintage-Box. Liebe Community, so, die Leitungen sind frei, rufen Sie an.
Da. Und die 50 Euro sind weg, ja? Sondern wir sind wieder ein bisschen drunter, ab 25 Euro. Der kleine Schlingel, also, war das nicht gerade dieselbe Nummer? Einfach auflegen und noch mal weniger bieten. Also, na, na, na. Denken Sie dran, die Erlöse werden weitergeleitet für einen guten Zweck. Ganz ehrlich, meine Lieben, geizen Sie nicht. Hauen Sie raus, wir tun es ja auch. Mein 25% gehen an die Stubnitz. Ich meine, das Startgebot ist 1 Euro. Und 25% gehen ans Gängeviertel und 50% gehen an netzpolitik.org. Ja, macht euch das bitte klar. Wir hauen das Ding raus, ihr haut raus und bietet, bietet, bietet. Es sind nur noch 2 Minuten. Jetzt nach vorne, bietet, ja? 15 Euro das Höchstgebot. Das. Wer bietet mehr? Wer darf es absahnen? Wer darf ein Päckchen nach Hause erwarten? Das ist ein Sound. Also, ich habe Boxen gehört in meinem Leben. Dünn Audio, KRK, alles Mögliche. So. Da jetzt kriegen wir ein Gebot rein von 55 Euro. 55 Euro. Und das na, ist gut. Bleibt ja, da es dabei? Das ist toll. Oh, 55 Euro auch für einen tollen Gitarrenuntersatz. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir uns zum Gitarre üben. Oder, richtig. Oder auch einfach so als Dekoration. Einfach so als Dekoration. Oder als Wandlampe. Ja? Man schraubt das einfach auf, die macht eine Lampe rein. Minute. Und hat dann eine Stereo-Lampe. Arnold. Eine. Das ist ja irre, ja? Das ist doch. Und man macht 2 verschiedene Lichter rein, ja? Oder man macht Duftbeutel rein. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen. Und dann kommt Duft daraus. Arnold, hör mir doch mal zu. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen. Bitte. Ich habe hier eine Katze zu Hause. Und das ist für Katzen gar nicht gut, dass sie mit ihrem Napf immer so tief. Das muss auch für die Katzen ergonomisch sein. Also, denken Sie, multifunktional einsetzbar. Sie stellen die Katzennäpfe hier rauf. Schließen es an den Stromkreislauf an und ihre Katzen haben noch gute Musik, während sie essen. So ein Katzenleben hätte ich aber auch gerne. Da muss man natürlich irgendwie gucken, dass das verträglich ist für die Katzen. Mozart. Und wir sind in den letzten 10 Sekunden und wir sind bei 55 Euro beim Höchstgebot. Die Nummer, die 55 Euro geboten hat. Und aus! Ist 368. Ah, kalte Füße bekommen. Die Nummer hat wieder aufgeleckt. Macht nichts, denn wir haben einen neuen. Kurz vor Ende. Wir haben einen neuen Höchstbietenden. Da entgeht 18 euch was. Euro. Also. Gleich kommt der Anrufer durch. Mal gucken, wer sich die Boombox gegönnt hat. Oh. Jetzt kommen nochmal 60 Euro rein. Vielleicht ist da doch jemand mit 60 Euro noch drin. Mal gucken. Mehrfach hier 60 Euro geboten. Wer hat abgesagt? Das scheint der Anrufer zu sein, ja. Das Gebot der Anrufenden beträgt 60 Euro. Herzlich willkommen bei C3 Teleshop live in unserer Sendung. Herzlich willkommen. Wie ist dein Name? Na, hier ist der Mini. Mini. Ja, genau. Du hast unsere Boombox für 60 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Unglaublich. Wahnsinn, wir haben jetzt so viele Varianten aufgezählt. Wie willst du deine Boombox nutzen? Ich werde sie aufhängen. Aufhängen, ja. Gute Wahl, ja, im Zimmer, die macht sich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Super, ganz viel Spaß damit. Und möchtest du noch jemanden grüßen, von wo rufst du an? Aus Berlin. Aus Berlin, und möchtest du jemanden grüßen? Nein. Alles klar. Sehr gut. Dann bleibt weiterhin in der Leitung zur Zahlungsabwicklung. Vielen Dank. Ich kann mich kaum halten. Ja, ich mich auch nicht. Dankeschön. Tschüss. So, sehr schön. Da geht richtig tolle, schöne Gebot. 60 Euro werden wir weiterleiten zu 25% an dieses Stubnitz, zu 25% ans Gängeviertel und 50% an Netzpolitik. Ah, herrlich. So. Weiter geht es mit dem das ist nächsten raus, ist Produkt. Ja, ich mache das nochmal klar. Es ist jetzt wirklich weg. Das ist nochmal alle wissen, es ist jetzt weg. Ja, da kann man jetzt nichts mehr machen. Ja, das ist jetzt. Ratzfatz ist das weggegangen. Arnold, für unser nächstes Produkt haben wir uns wieder einen Experten eingeladen. Und zwar Hausmeister Kittel. Aber wie ich Hausmeister Kittel kenne, steht er nicht Backstage bereit. Steht er nicht Backstage bereit. Er kann schwer sitzen bleiben. Er sieht da ein Fleck, da eine Schraube, die nachgezogen werden muss. Möchtest du mal nachschauen? Im Haus unterwegs und guckt, wo er gerade ist. Ich schaue eben nach, Karin, und komme sofort wieder mit ihm. Ja, einen Moment. Arnold begibt sich jetzt auf die Suche nach unserem Experten Hausmeister Kittel.
Und ich erzähle schon mal ein kleines bisschen was zu unserem nächsten Produkt. Und zwar ist es das Stahlrohr Inferno Not Tsunami. Da wird es präsentiert auf unserem Drehteller. Gucken Sie sich das mal an. Also, was für ein Gerät. Es ist mal wieder Designerware der feinsten Qualität. Für innen als auch für außen gedacht. Und zwar können Sie sich dieses wunderschöne Rohr als Designergardine vorstellen, als Designergardinenstange. Natürlich nicht bei der normalen Hausfrau. Nein, dieses Rohr als Gardinenstange muss in einem Atelier hängen. Was will denn ein Künstler mit einer ganz normalen Gardine? Also, das ist ja langweilig. Stellen Sie sich dieses Rot und Silber mit einer passenden Gardine vor. Ich würde ja Gold dazu nehmen. Ja? Hier auch als Beispiel, wie wunderschön Gold mit Rot aussieht. Eine goldene Gardine ranhängen, das wär's doch. Rufen Sie jetzt an unter 0221 59 619 7467 und denken Sie, ah, da ist herzlich willkommen Hausmeister Kittel. Bist du schon da auf der Sendung, ja? Vorhin, oder was? Ich hab da noch einen angehangen. Wir sind schon live auf Sendung. Ah, sei ich schon mittendrin, ja, oder was? Ja, wir sind Mensch, schon mittendrin. Moin. So. Und ich war gerade bei unserem... Und was ist das hier? Das willst du doch nicht ganz ernsthaft verkaufen, oder was? Nee, das ist gerade das aktuelle Produkt, was wir... Das, ja. Also, Hausmeister Kittel, erzähl doch bitte für unsere Chaoswesen, unsere Chaos-Community da draußen, mit was für einem Artikel wir es hier zu tun haben. Ja, das ist natürlich allererste Sahne. Ne? Das sieht man ja gleich auf den ersten Blick, würde ich sagen. Ne? Das ist eine... Ja, eine Feuerspritzpumpe, wie sie eigentlich in jeden Haushalt gehört, würde ich sagen, ne? Eine 1A gearbeitet, ne? Spritzpumpe. Ich sag mal ganz ehrlich, so, aber sowas gibt er ja gar nicht mehr, ne? Ganz ehrlich, richtig, sowas richtig, ich das wüsste nicht, wo das noch kriegen da ist, ne? Denn es ist mal wieder ein Einzelstück. Also das ist ein Unikat, Karin. Mhm. Der ist ein absolutes Unikat, ne? Also ich habe, bevor Sie da waren, habe ich erzählt, man könnte dieses Rohr als Gardinenstange nutzen. Oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass quasi als moderner Schrank. Man befestigt dieses Rohr an zwei Ketten und schon hat man eine Art Kleiderstange, nur auf eine Hängestange, genau, eine Hängestange. Und an dieses Rohr kommen dann die einzelnen Bügel und man kann seine Kleidung super stylisch in seinem begehbaren Kleiderschrank aufhängen. Ja, da weiß ich jetzt nichts von, ne? Hausmeister Kittel. Also ob man da jetzt sein Kleider drauf hängt. Ich hänge mein Kleid zum Beispiel, würde ich jetzt auf den Bügel hängen. Aber ja, natürlich auf den Bügel und anschließend auf unser Rohr. Also ich würde das eigentlich, ich denke, das gehört einfach in jede Werkstatt. So. Ja, in so, jede, ne? Werkstatt natürlich auch. Also ich meine, wenn die junge Leute da ihre Kleider aufhängen, ne, dann Himmel, Arsch und Zwirn, ne? Unser Startgebot also, so, liegt, ne? Bei 1 Euro. Rufen Sie an, seien Sie dabei, wie nutzen Sie die Chance. Wie ist das Startgebot? Wie bitte? Wie ist das Startgebot? 1 Euro. Aber natürlich ist es mehr wert. Los, hauen Sie in die Tasten. Auch aus dem Eventnetz 7467. Und wir haben unser erstes Gebot reinbekommen. Das liegt bei 10 Euro. Aber das sieht man doch schon mit einem Auge. Das ist doch, was für Material das ist, wa? Das ist doch... Heben Sie es ruhig mal an. Das ist doch... Beschreiben Sie uns, wie fühlt sich das an? Wie schwer ist es? Das ist doch... Also, ich sag mal, die heutzutage, ich meine, wer sich damit auskennt, ich sag mal so, ich bin kein Experte, gell? Aber, das ist doch, heute ist das doch alles Plastik Totale. Also nee, das ist doch normalerweise, ist das doch alles Plastik Totale und das hier richtig noch ein Stahlrohr, ne? Herr Kittel, das ist ja noch ein Stahlrohr, ne? Ihre Frau, die backt doch so gerne, nicht wahr? Die backt, ja. Ja, also das ist doch eine wunderschöne Spritzpistole, ist das. Und zwar nicht nur für die Hausfrau zu Hause, sondern für den Konditorei-Großbetrieb. Sicher, da kann man, da könnte wie man jetzt auch... Wie viele Sahnetorten, ne? Sie damit spritzen können, wie viel Zeit Sie sparen. Also da kommen ja 300 bis 400 Bar, kommen da ja locker durch den Schlauch, ne? Da ist ordentlich Druck, ne? Auf der Pipeline. So, oh, ich glaube, wir haben eine Frage. Ja, bitte, ne? Ich stelle das mal wieder darauf, ne? C3 Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Ja, guten Tag, ich bin ein User aus der Lounge. Hallo. Das Produkt interessiert mich wirklich sehr. Mhm. Ich finde gerade den Hebel wirklich beeindruckend. Ja. Ja, das ist ja auch. In jeder Situation des Lebens.
Richtig. Bist du auch eher so der Backtyp oder eher so Werkstatttyp? Backwerkstatt. Backwerkstatt, ja natürlich, das habe ich natürlich nicht beachtet. Man hat ja auch eine Backwerkstatt. Hast du noch eine Frage an unseren Experten, Hausmeister Kittel? Ja, andere Farben wären mir wirklich wichtig. Ich finde gerade Mauve, also ich würde das im Outfit kombinieren wollen, das Produkt. Mhm. Also das muss ja auch international rohren. Also gerade Farbe Mauve wäre meine Farbe der Saison. Ja. Könnte Hausmeister Kittel das vielleicht umlackieren? Hausmeister Kittel, würden Sie für unseren Zuschauer das umlackieren in Mauve? Also wissen Sie überhaupt, was Mauve ist? Das ist ein spezieller Grauton. Entschuldigen Sie, ich weiß ja, dass die Werkstatt Ihr Spezialgebiet ist. Also es geht darum, es einmal umzulackieren. Wäre das möglich? Also ich würde mal so sagen, das ist also das Rot, was jetzt drauf ist. Ne? Das ist ja, ich sag mal, 50, 60 Jahre alt, ne? Und das ist einfach eine richtig gute Qualität. Und ich sag mal, du kannst das natürlich, wenn du das vorher erstmal grundierst mit dem Grundlack, ne? Und wenn du dann nochmal einfach ein bisschen spugge und rüber gehst, dann kannst du da auch von mir aus Moos drauf. Aber ich sag dir was, in 10, ich sag mal 20 Jahren, weil das ist ja noch die Originallackierung. Das ist ja die Originallackierung vom ganzen Material her. Ja, und ich sag mal, in 10, 20 Jahren ist es locker nach 50, 30, 30, 30.000 ist das da wert. Aber nur, wenn das mit der Originallackierung ist. Ja, das ne? würde ich mir nochmal also überlegen. Also das musst du dir überlegen, ne? Das verstehe ich, das verstehe ich. Hm. So, also ich kann das verstehen, dass man da irgendwie, heute ist der Trend so, morgen ist der Trend so, ne? Aber das ist doch alles so neumodischen Kram irgendwo auch, ne? Ja, Trends sind mir schon sehr wichtig. Das geht auch bei Programmiersprachen so. Also ich hinterlege mir immer das Paket, ne? Also auch die Pre-Beta. Ja. Also Alphas bin ich nicht so drauf, aber schon so Nightly. Ja, also da kann ich dir sagen, ob das jetzt, ich hab, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was die junge Lüter alles quatsche da mit der hier mit USB und Thunderbolt oder was das all Hayden da, ne? Ich habe da gar keine Ahnung von. Oder ich kenne von Spritzpunde und von, also ich kann dir nur sagen, da rüttelt nichts, da brummelt nichts, da musst du nichts mehr dran schwurbeln, ob du da jetzt, ich weiß nicht, ob das bei deinem Computer da irgendwas hermacht, das kann ich dir nicht sagen. Und darf ich noch eine Frage stellen? Aber eine noch. Also Kollegen von mir würden das auch gerne als Nasendusche einsetzen. Könnte man das Rohr so dementsprechend trichtern? Also du musst, je nachdem, was die, wie groß das Nasenloch deiner Kollegen ist, muss man da noch was aufschweißen. Ne? Also wenn du da noch ein bisschen was aufschweißt, sag ich mal, wenn du ein gutes Schweißgerät hast, dann ist das, als sei denn, die haben eine riesen Nase, ne? Dann ist es natürlich auch kein Problem, so, sag ich mal. Die haben auf jeden Fall eine riesen Nase, die waren jahrelang im Club. Ah, ja, dann ist das natürlich, dann ist das, sag ich mal, ideal, dann brauchen die, sag ich mal, die Pumpe auch, ne? Also da weiß ich, dass, mein Sohn, der war ja jahrelang auch drogenabhängig. So. Und wenn der das damals gehabt hätte, dann würde er noch, also der wird wirklich, der wird noch atmen, sag ich mal. Also ich kann. Das ist natürlich ein empfindliches Thema. Ich kann mit Unterstützung meines Chatraums hier sagen, dass wir ein Gebot abgeben wollen. Und also 13,50 Euro mindestens. Also wir sind jetzt, sag ich dir mal ganz ehrlich, bei 20 Euro. Ne? Ja, sind wir dabei. Mit inklusive Versand nach Hamburg? Nee, der Versand kommt noch. Der Versand kommt noch obendrauf. Ja, nach Hamburg, da können wir das ja per Schiff machen, dann ist das ein bisschen, dauert länger, aber ist nicht so teuer. Ich höre gerade von der Regie, du kannst dir wohl auch abholen. Du kannst dir das auch abholen. Ja? Ja, ja richtig. Ja. Kulisse kenne ich doch. So, ja. Ja, die habe ich gebaut, ne, vor 30, 40 Jahren. So, da erinnere ich mich noch gut dran. Da war noch hier der, ne, da war Karin noch gar nicht geboren, da war der Thomas Gottschalk hier. So, also wir müssen jetzt langsam die Leitung frei machen, damit auch angerufen werden kann. Du, das war schön mit dir zu snacken, aber die sagen hier irgendwie, dass sie noch was da irgendwie was an der Leitung machen müssen oder sowas, ich weiß nicht. Aber für deine Freunde sage ich auf jeden Fall für die Nasendusche, das geht durch, du. Ja. Ja? Und jetzt lege ich schnell auf, damit die irgendwie bieten können. Ich verstehe da nichts von. Alles klar. Ja? Ich danke für das Gespräch. Das war sehr informativ. Alles klar, ja.
Und ihr seht einfach gut aus. Es ist schön, euch zuzugucken. Danke schön. Ich gebe das mal weiter an meine Kollegin, ne? Liebe Grüße vom ganzen Chatraum in der Lounge. Wir haben gerade nach unserem DJ-Set hier ein kleines Get-Together. Und das meiste an Party, was wir dieses Jahr erlebt haben. Sehr schön. Überall sehe ich hier, soll ich glaube ich übermitteln, so Herz, dieses Zeichen. Ich weiß nicht genau, was es hier, ne? So, ich glaube ein Herz soll das sein, kommt von allen hier von uns rein, ne? Also das Grüße zurück an euch und bleibt dran, guckt uns gern weiter zu. Ich weiß nicht, was so kommt, ja? Ganze Nacht. Richtig, da laufen wir. So, tschüss. So, ja. Also der Expertenrat, also Hausmeister so. Kittel empfiehlt es nicht umzufärben, wenn Sie das bei unserem Inferno rot lassen. Wird das Rohr in einigen Jahren noch mehr wert sein, als es sowieso jetzt schon wert ist? Das ist ein 1A-Material, ich sag mal so, das giftet nicht mehr, ne? Gut, dass wir hier Sie heute im Studio haben und Sie uns mit Ihren Expertenräten beraten können. Und das Höchstgebot ist gerade bei 23 Euro. Ne? Und wir kriegen von der Regie eingeblendet nur noch 5 Minuten. Sie haben noch eine Chance. Ja, das ist natürlich kein Preis eigentlich. Das ist für das, was das alles kann. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen, ob man da auch backen kann. Und ich meine, was für ein Kuchen. Willst du dafür backen? Also ich hätte damit Schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Da braucht man extra viel Sahne. Und ich hätte es extra noch mit, also es gibt ja die Standardvariante, nur mit einer Torte, aber dreistöckig. Schwarzwälder Kirsch mit extra viel Sahne. Und wissen Sie, was ich besonders gut finde? Die Zuschauerfragen, die sind so... Die kommen auf Ideen, auf die wir selbst nicht kommen. Nasendusche, da hätte ich ja selbst drauf kommen können. Gerade ich, ja, ich sag mit meiner Holzschnupfenallergie. Ich sag dir, Karin, woran das liegen deit. Weil als wir jung waren zum Beispiel, da haben wir einmal mal ein Gläschen Snaps getrunken. Ja. Und dann war auch gut, ne? Mhm. So, oder zwei. Mhm. So, aber was die da heute alles haschen und buffen da, du weißt ja nicht. Ne? Stimmt. Was da alles... Das sind Themengebiete, also, in denen ich mich nicht auskenne. Also ein Gläschen Korn... Morgens, ne? Bevor es losgeht vor der Arbeit, da schon Lütten. Das ist doch gut. Da kann man eine richtig schön eine gute Pumpe anschließen und dann kann man auf richtig hohen Druck so eine Bierpong machen. Das haben wir früher gemacht, ne? Da kann man richtig Bier durchjagen, ne? Da kann man kannst aber auch ein Fass anschließen, du. Dann 10 Liter Fass und drehst es auf und schön zeig ich dir kurz, ne? Ich zeige dir das kurz. Das ist ein 1-artiges Material, da bricht ja auch nichts auseinander, geht nichts an der Seite weg oder so, ne? Da hätte das einfach so hier, ne? Bei einem macht ihr den Schlauch ran, zum Beispiel so und da macht ihr ein schönes Fass, wenn einen Geburtstag hat, sag ich mal, ne? 50. oder so, für den 50. Geburtstag und dann alles Gute und Bierdusche und so. Früh in München, da ist ja Quatsch, was sie ja machen mit einem Bier übergießen das oder so. Das kann ne? ja jeder. Zack, hier, man macht das auf und dann hat man direkt 3-4 Liter hat man da drin, sag ich mal. Ne? Nur noch 3-4 Liter drin. Minuten, so, ne? So. Die Leitungen sind nur noch für 3 Minuten offen. Immer noch 23 Euro, das aktuelle Höchstgebot. Rufen Sie jetzt an, sahnen Sie jetzt ab. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, wie schnell ihr sonst 3-4 Liter Bier reinkriegt in Balk, ne? So schnell wie mit unserem Rohr geht es nirgends. Mein lieber Scholli, du. So, holy moly. Ne? Zack, 3 Liter Bier sind drin. Ich meine, so viel zu schnell kannst du gar nicht Schnaps trinken, wie da Bier drin ist. Ne? So, da musst das den ganzen, ist doch, Flatrate-Party waren gestern. Also heute, wer am schnellsten... Wir haben das damals damit gemacht. Wer am schnellsten besoffen ist, der hat die Party gewonnen. Ja. Und mit unserem Rohr geht es am allerschnellsten. Und ich sag das mal noch, das ist ein Unikat, ne? Das sowieso. Ist ein Unikat, ne? Mhm. Das ist ein absolutes Unikat. Nur noch 2 Minuten. Ich sag, das gibt das nicht mehr, ne? Natürlich, das gibt es nicht mehr. Das ist ja auch ein und Unikat. Was ist der, guck mal, was ist der seit? Ich guck da, kann da gar nicht hinkicken eigentlich, ne? Das ist dass ja, es nur 23 hin, Euro sind. 23 Euro. Ich meine, das ist 50 Jahre alt. Ne? Und das ist 1A Qualität. Mit Ihrer Expertenempfehlung wird es in nochmal 50 Jahren noch mehr wert sein, wenn Sie es bei dem Inferno rot lassen. Das ist der Tipp von unserem Experten Hausmeister Kittel. Und ich sag mal, wenn die Pumpe kaputt ist, ne? Ich meine, jedes Haus, jedes Mietshaus hat heutzutage ja so einen Schlauch, damit es mal löschen kann. Gerade in gefährdeten Gebieten oder so. Ne? Und aber einfach eine Zweitpumpe da haben. Ne?
falls mal sonst steht man mit dem Schlauch da, wenn die eine kaputt ist, steht man, wir hatten das oft genug, ist schon das Haus abgebrannt, ne? Sicherheit geht vor. Und dann dröppelt das da raus, ne? Dann dröppelt das da vorne aus dem Schlauch raus und kommt kein Puff hinter, ne? Nur noch eine Minute. Da ballert der nichts so. Und ganz, ganz ehrlich, noch eine Minute. Und wenn da auch mal, guck mal, das ist so gutes Material, auch wenn da mal was gegenballert, ne? So, da ist gar nichts, ne? Wenn da mal was gegenballert oder so, wenn da mal so einen gegenhaut oder so, passiert gar nichts, ne? Da passiert gar nichts. So. Und 24 also. Euro, es kommt noch ein Euro dazu. So, das, jetzt mittlerweile wieder 23 Euro. Du musst mal hören hier. Na, rödelt da was? Nix, das da ist Bombenqualität, ne? Da rödelt nix. Da schrübelt nix, da rödelt nix, da ist einfach, ne? Nur für die letzte Minute können wir es noch einmal anmachen, oder? Hier präsentieren, so. Einmal anstecken. Dass sich das hier auch nochmal dreht, ne? Genau. Ich meine da. Und ich meine, wenn das eigentlich passt, wenn das jetzt irgendwie da noch was, dann sagt das, dann macht man so ein bisschen Spucke und macht es ein bisschen sauber und so. Und dann ist doch alles gut, oder nicht? So, wenn einem das jetzt irgendwie, nee, in meinen Wohnungen, da soll das irgendwie andere Farbe haben oder so. Ist auch, nur noch 10 Sekunden. Das ist so ein Designer-Kram. Gleich ist es vorbei, wem wird es gehören? Wer hat hier abgesahnt und zugeschlagen? Ich meine, das ist ein Unikat. Für 23 Euro. Unikat, ne? So, in der letzten Sekunde, also bitte 23 Euro. Gleich geht's los. Ich meine, für 23 Euro kriegt man nicht mal einen Schlauch, ne? Der Buzzer wurde aktiviert. Es ist vorbei. Die Leitungen sind für unser Inferno-Rohr geschlossen. Wer hat es abgesahnt? Gleich klingelt das Telefon. Gleich werden wir es erfahren. Aha. Das Gebot der Anrufenden beträgt 23 Euros. Cedra Teleshopping, herzlich willkommen. Du bist die Höchstbietende oder der Höchstbietende. 23 Euro. Wen habe ich in der Leitung? Ja, moin, hier ist Tesco. Hallo Tesco, herzlichen Glückwunsch. Du hast unser Inferno-Rohr erworben für 23 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, das wollte ich gerne haben. Super. Möchtest du es bei der Farbe belassen und dem Expertenrat von Professor Kittel folgen und es nicht umfärben, weil es ja in 50 Jahren nochmal mehr wert sein wird? Ja, nee, umfärben wird das nicht. Sehr gut. Der Expertenrat wird angenommen. Vielen Dank für dein Gebot. Bleib weiterhin in der Leitung. Jetzt geht's weiter mit der Kaufabwicklung. Ja, wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Da wird einem ja ganz schummrig, Karin, wenn du da den ganzen Tag stehst. Ja, du, gut, da machen wir das mal lieber aus. Nicht, dass da noch was schief geht. Das ist ja auch so wie Hypnose oder so. Ne? Jetzt geht's weiter. Womit geht es jetzt weiter? Ah ja, mit unserer Aquariumlampe. Wollen wir vielleicht einen kurzen Break machen? Ist hier kleine Umbaumaßnahmen. Brauchst du nicht mehr, ne? Dann gehe ich wieder, ne? Ja? Ja, mach's mal gut, ne? Wir verabschieden Hausmeister Kittel. Ne, ruf mich, wir ne? machen eine kleine Umbaupause und gleich geht's weiter. Ach so, wegen deinem Rohr, wegen deiner Toilette. Ja. Soll ich da noch bei dir noch einmal? Ja, das machen wir später. Ja? Danke. Alles klar, mach's gut, Karin. Ne? Bis später. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder für Sie da. Liebe wir sind Zuschauerin, wieder zurück. Wir sind zurück. Und Arnold hat auch mittlerweile den Weg DJ ins Studio. Arnold. DJ Arnold hat auch wieder den Weg ins Studio zurückgefunden. Warum vergisst du das eigentlich immer? Na, das können wir später erklären. Weil du hier verkaufst und kein DJ bist. Deswegen? Ja. Ja, na klar. Arnold, wo hast du denn gesteckt so lange? Ich habe den Hausmeister Kittel im ganzen Haus gesucht eigentlich. Und dann, als ich wiederkam, war der aber schon da. Da habt ihr wohl gerade verpasst. Ja, weil der überall sich rumtreibt und man hört es hier hämmern und kloben und klacken und man findet den trotzdem nicht. Der ist unortbar irgendwie. Der ist überall am Rum. Hausmeister Kittel hat dich ausgetrickst. Nageln, ballern. Weiter geht's mit unserem nächsten Artikel. Ja. Und zwar unser Aquarium Lampe Deep Water Horizon. Brauchst gar nicht, guck mal, hier steht schon. Ich wollte natürlich die korrekte Artikelbezeichnung vorlesen für unsere Deep Zuschauer. Deep Water Horizon, das ist doch klar. Guck mal, das ist das letzte Überbleibsel, Karin. Und ich wollte noch eine kleine Preview geben, was nach unserem Aquarium kommt. Denn es sind unsere Kakteen. Erinnern Sie sich noch an gestern? Mein Gott, war das spannend. Und dann plötzlich sind die Leitungen zusammengebrochen, weil so viele Leute angerufen haben. Freuen Sie sich haben das gleich jetzt auf die Kakteen. Für Sie zusammengestellt. Das nämlich wieder dieses Gerät. Mit dem anderen zusammenpasst. Genau wie wir das vorhin mit den Atemmasken gemacht haben. Wir haben ja? die Produkte für Sie aufeinander abgestimmt. Abgestimmt. Die passen jetzt zusammen. Die kann man zusammen sich hinstellen. Denn die Kakteen, schön und gut. Aber jetzt wissen Sie, dass sie gleich kommen. Und jetzt haben wir vorher schon mal das hier.
Deep Water Horizon. Das sind die letzten Überbleibsel vom Korallenriff. Die letzte Erinnerung an eine heile und schöne Welt. Die letzte Erinnerung an ein wunderschönes Korallenriff. Sie wissen, normalerweise sind Korallenriffe geschützt. Da darf man nicht einfach so beigehen. Aber wir haben eine Sonder... Aber BP stört das nicht. Und außerdem haben wir die Korallen gerettet. Richtig. Mit einer Sondergenehmigung haben wir sie hier in unser Becken gefüllt und jetzt können Sie sich die Korallen nach Hause holen. Tropisches und Feeling. Ganz ehrlich, meine liebe Karin, vielleicht wird es eines Tages das letzte Stück Korallenriff mit Fischen sein, was überhaupt existiert. Vielleicht kann man allein durch dieses kleine Aquarium wieder ein ganzes Biotop, wie zum Beispiel das Great Barrier Reef in Australien, wo wieder komplett neu Pflanzen bewohnbar machen überhaupt, wenn das alles zerstört ist. Vielleicht ist das die Ursuppe, aus der wieder neues Leben entsteht. Das ihr könnt jetzt bieten. Ja, das ist, ihr habt da was zu Hause, mit dem ihr ganz neu anfangen könnt. Liebe Chaos-Community, ja? Das Gebot liegt gerade bei 5 Euro. Karin, auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Anzug gekauft hat. Ja. So, und dann treibt man in dieser Suppe und man es gibt nichts Lebendes mehr. Mhm. Aber das Aquarium, das habt ihr dabei. Das habt ihr dabei. In der Tasche, im Anzug, das ja? Das ist ja so schön pflegeleicht, denn es versorgt sich selber. Wenn man in Urlaub fahren möchte, muss man ja wieder erstmal jemanden organisieren, der die Fische füttert, der die Katze füttert. Unser Aquarium macht das vollständig selber. Es ist ein eigener Mikroorganismus in sich. Sie brauchen sich nicht kümmern. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist das Licht an- oder ausmachen, wenn Sie mögen. Aber unsere Fische und Korallen brauchen das Licht nicht. Das ist allein das Verschönerungsmerkmal für Sie zu Hause. Und es funktioniert einfach so. Es braucht keinen Freund kommen, der dann auf deine Katze, auf ihre Katze und ihren Hund und die Fische aufpasst. Weil da geht ja so viel schief. Ja, plötzlich verfüttert man die Fische an die Katze. Ja, das wäre ja noch schöner. Man holt sich dann trotzdem Besuch nach Hause, obwohl, also zu dir nach Hause, deine beste Freundin macht da irgendwie eine Party und dann kommt da der Bacardi in das Fischbecken und dann wird die Katze da drin. Man kann keinem vertrauen. Und die kann natürlich nicht schwimmen und was da nicht alles passieren kann. So, ja, dann habt ihr, da kommt ihr nach Hause und euer Kater Carlo hat die Fische gefressen und den Leguan und liegt irgendwie unterm Teppich. So. 6 und Euro. Auf die Schildkröte ist draufgetreten noch. 6 oder eine Suppe Euro draus gekocht, ja, weil die ihr wisst ja, wie es auf so einer Party ist. Unser Höchstgebot. Einfach, ne? So, anrufen. Plötzlich kennt man keine Grenze mehr. 0221 59 619 7467. Aha, wir haben eine Frage. Endlich so, ja. C3 Teleshop, herzlich willkommen live im Studio. Mit wem spreche ich? Guten Tag, mein Name ist Dexus. Ich wollte gerne fragen, ob das Produkt katzenfreundlich ist. Die Frage ist, ob das Produkt katzenfreundlich ist. Also, das kann man natürlich so und so sehen, mein Lieber. Also die Katze würde sagen, es ist katzenunfreundlich. Ja? Weil natürlich sie nicht an die Fische kommt. Ja, aber sie kann ja die Fische die ganze Zeit beobachten. Das kann sie, genau. Aber ist es halt jetzt freundlich, quasi, ich sag mal, dem Esel die Möhre vorzuhalten? Das ist auch da wahr. Ne? Ist sonst einfach zur Katzenbelustigung im aktuellen Space benutzen. Also ich würde es machen. Also wenn deine Katze genügsam ist und sich damit begnügt, hey, die Fischis, ne, wie die Katzen davor sitzen und so, dann ist es natürlich super und den Fischen passiert auch nichts. Alles super, nee, dann wäre die Frage geklärt. Die nächste Frage wäre, wie hoch ist das aktuelle Gebot? Im Moment sind wir bei läppischen 6 Euro. Alles klar, dann rufe ich nochmal an. Gerne, ruf nochmal durch und bitte. Bis dann, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Herrlich, ja? Das ist eine tolle Frage, da möchte jemand gleich direkt was damit anfangen. So, Weißt du, was für die Katzen gut ist, ist für die Menschen genauso gut. Man stellt sich einfach davor und lässt es auf sich wirken. Oh, herrlich entspannt. Guck also, mal. Weißt du was? Das ist doch hier der Nemo, der Kleine. Und das hier, schon das hier, dieser schwarz-weiße, da gibt es richtige leckere Sushi-Rolls von. Da gibt es einen ganz tollen Japaner. Nemo und sein Vater, da bei hier, wie heißen diese, Milchstraße, in der Nähe von der Milchstraße, gibt es einen super Sushi-Laden. Guck mal, da sind sie zu dritt, da war die Mama noch mit dabei. Ja.
aber die schmeckt auch. Oh, wie nennt man den hier? Ah, oh, ich habe den Namen vergessen. Zebra? Zebrafisch, nee. Ja. Doch, Zebrafisch. Das ist der Zebrafisch, ja, 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 nicht wahr? Da sind viele Arten drin. Das sind eigentlich wirklich, das ist quasi, das ist Noahs Arche. Das ist ein Biotop, ja, der Fische. Also damit kann man nochmal ganz von vorne anfangen. Da entstehen nochmal Fisch, Lurch, Krokodil, Affe, Mensch. Ja, also und in einer, ich meine, das sind ja jetzt schon, ich meine, das dauert jetzt keine 1 Milliarde Jahre, sonst wäre der Überlebensanzug, wäre ja ein totaler Blödsinn. 10 ne? Euro aber ist unser Höchstgebot. Den lasst ihr dann einfach an, den lasst ihr an den Überlebensanzug, bis hier euer Freund Mensch draus wird. Wenn jetzt irgendwann die Erde komplett zerstört ist und der Gewinner, der Höchstbietende vom Überlebensanzug, ja. Dann der einzige Mensch noch auf der Erde ist zum Beispiel und das Aquarium auch noch hätte. Und er kann von neuem starten. Ja, wir müssen, genau, und einfach so lange in dem Überlebensanzug bleiben, bis hier das nächste menschliche Lebewesen entstanden ist. Und dann entwickelt man sich wieder weiter. Das ist ja wie die Geschichte von Adam und Eva von neuem, ne? Ja, das ist erst und Darwins Adam. Das ist eine Mischung aus Adam und Eva und Darwin. Richtig. Ne? 10 Euro ist das aktuelle Höchstgebot. Rufen Sie an unter 0221 59619 7467. Und das Aquarium kann Ihnen gehören. Gönnen Sie sich eine Runde Entspannung zu Hause. Es ist tierfreundlich, menschenfreundlich, kreaturenfreundlich. Es ist... Arnold! Das ist so schön, das zu sehen. Och, Arnold. Wie so ein neues Leben entstehen kann. Das ist so romantisch. Es ist wirklich so schön, darauf zu gucken. Und da war die kleine Nemo-Familie, da waren sie noch zu dritt. Das ist so... Ich weiß, das... So hat das Leben begonnen. Das ist so schön friedlich. Das ist Frieden, ist wirklich Harmonie. Das Schönste, was es gibt. Und das haben sie einfach auch zerstört mit dem Ölteppich. Ja. Die Menschen sind so grausam. Die Menschen sind so grausam, Karin. Hätten mehr Menschen so ein Aquarium zu Hause, würden die Menschen viel entspannter sein. Und diese Katastrophe wäre niemals passiert. Also sorgen Sie dafür, dass die Erde eine schönere Erde wird. 15 Euro ist unser Höchstgebot. Machen Sie die Erde noch schöner, als sie jetzt schon ist. Das ist wirklich doppelt und dreifach für einen guten Zweck. Einmal gehen die Spenden natürlich. C3 Teleshopping hier im Studio. Herzlich willkommen, wen spreche ich? Guten Tag, hier ist Tom. Hallo Tom, hast du eine Frage? Ja, ich würde gerne wissen, ob Fischrennen möglich sind. Also ich setze auf den orangenen Fisch und wenn er gewinnt, dann kriege ich den Gewinn, oder? Du möchtest ein Fischrennen machen? Ja. Okay, dann da brauchen wir aber quasi ein... Wir müssen ja dagegen setzen, nicht wahr, wenn es eine Wette ist? Aber er will ja was dafür haben. Nee, die Frage war, ob das möglich ist, wenn ich das jetzt kaufen würde. Okay. Du möchtest also... Er möchte nicht spenden. Ja? Er möchte einfach wetten. Ah, nee, so geht das nicht. Das enttäuscht jetzt Arnold ziemlich. Es geht hier um einen guten Zweck und hier rufen nur Zocker an. Also das kann nicht sein. Nein, das ist eine Gemeinheit. Ich kaufe, ob ich dann zu Hause damit... Die will ja auf die Fische wetten. Arnold, alles gut. Er möchte es kaufen. Er möchte, wenn er es gekauft hat, wissen, ob er damit ein Fischrennen machen kann. Ich dachte, er will jetzt mit uns hier wetten. Alles gut. Nein. Er möchte es kaufen. Also. Natürlich kann man damit ein Fischrennen machen. Es sind ja alles flinke Fische. Man kann ein Fischrennen machen. Es sind ja alles flinke Fische. Hast du gehört? Okay. Ja. Frage beantwortet? Ja. Super. Ich mache die Leitung frei, damit du dich wieder neu einwählen kannst. Du kannst auch Nummern draufschreiben Vielen auf die Dank. Fische, damit Tschüss. Du da immer Fischrennen machen kannst. Also unsere Zuschauer mal wieder. Also ich hab das die total kommen auf Ideen. Ja, Arnold, ich weiß, du bist noch ein bisschen emotional mitgenommen. Das ist ja auch ein heftiges Thema. Und 15 Euro ist das Höchstgebot. Und da muss mehr drin sein. Gucken Sie in diese Augen, was das Aquarium ausgelöst hat. Arnold, der sonst immer so hyperaktiv ist und Musik und yeah, yeah, yeah. Wie wunderschön ruhig er ist. Das ist ein anderer Mensch. Nur noch 5 Minuten. Das hatte ich damals in der Therapie, hatte ich auch immer so ein Aquarium. Stimmt, das sind Therapiefische. Vergessen Sie Therapiehunde und Delfine, Therapiefische. Oh, wir haben eine neue Frage. Komm, ich gehe ran, dann kann ich mich ein bisschen ablenken. C3 Teleshop, hier ist DJ Arnold. Hallo ihr Lieben. Hallo. Ich weiß, es geht ja eigentlich um dieses Aquarium, aber wir hätten höchstes Interesse an dem Jackett.
Wieder, aber nicht, dass ich das wieder nur ausziehen soll. Nee, ja. Dann geht's aus und sage mal nicht. Nee, wir würden das kostenlos erwerben. 50 Euro würden wir aufrufen. Wie viel? 50. 50 Euro wird dafür aufgerufen. Ich muss mal kurz hören, was die Regie dazu sagt. Ja, weil das natürlich, jetzt habe ich das natürlich auch schon getragen und das ist natürlich aus der Requisite und so. 50 Euro ist für dieses Jackett geboten, liebe Regie. Geht das mit weg? Die Regie zögert. Ich glaube, da muss noch der Preis ein wenig erhöht werden. Ja. Puh, ich bin halt... Okay. Ich bin halt nicht weisungsbefugt, ehrlich gesagt. Also die Regie sagt, das Jackett muss noch getragen werden. Am Ende des letzten Tages wird das Jackett versteigert. Am Mittwoch. Am Mittwochabend wird das Jackett versteigert. Am Mittwoch. Okay. Ja? Ja? Also seid gerne dabei. Geil, dann machen wir das am Mittwoch. Sehr schön. Vielen Dank für deine Frage. Cool. Ja? Schönen Abend euch. Danke, tschüss. Euch auch. Ciao. Oh, das hat mich gleich wieder richtig, hat mir wieder richtig gute Laune gemacht. Ne? Also da merkt man doch, dass man einen guten Stil hat, dass den Leuten das gefällt, was man anzieht. Suchst du das eigentlich selber aus oder hast du eine Stilberatung? 50-50. Ah ja, ne? 50-50. Gut. Oh, also meine Mutter hat gesagt auch immer noch, ob das... DJ Arnold wohnt noch bei seiner Mutter. Informationen, die die Welt braucht. Weiter geht's, das Höchstgebot liegt bei 30 Euro und nur noch 4 Minuten. Ja, das Aquarium. Ja. Schnell, rufen Sie noch mal an. Ja. DJ Arnold wird schon wieder emotional. Stellen Sie Ihre Frage, das wollen wir nicht noch mal erleben. 30 Euro ist das Höchstgebot. 0221 59 619 7467 oder im Eventnetz einfach die 7467 wählen. Shop. Ach, ja, also Arnold, wirklich, wir sind jetzt ganz aus dem Konzept, das macht mich, ne? Ja, das ist, oder ich meine, auch wenn man ein gutherziger Polizist wäre. Nur noch 3 Minuten. Sag mal, den gibt es. Ja, sprich weiter. Statt des Blaulichts. Einfach mal damit auf Genial, Reise fahren. Ja, meine Güte. Einfach mal auch den Ton, nicht tatütata, sondern irgendwie... Unter dem Meer, hier mit Sebastian der Krabbe oder so. Ja, unter dem Meer. Under the sea. Oder, das ist ja, ich habe ja auch noch eine Barbie zu Hause mit einer Schwanzflosse. Die würde da ja auch perfekt reinpassen. Ja, das wäre ideal. Die könnte man wirklich direkt damit reinmachen. Ich möchte mal gleich schwimmen, wenn man das sieht. Schnorchelst du gern, Arnold? Ich schnorchel. Für mein Leben gern. Nur noch 3 Minuten, also, nur noch 2 Minuten. Also, ich war ja vorhin Backstage gerade erst schnorcheln. Ach, du warst in dem Pool bei unserem genau. Bunker. Richtig einen weggeschnorchelt. Daher warst du so lange weg und ich habe mich schon gefragt, wo ist denn der Arnold so lange? Und der legt sich im Pool und macht sich einen faulen Lenz. Ja, weil ich den Hausmeister Kittel nicht gefunden habe. Ne? Und immer wenn es mir nicht so gut geht, dann schnorchel ich erstmal. In den Pool gestolpert, ja. So, nur noch 2 Minuten. Ja. Sie haben noch eine Chance anzurufen. Unser höchstes Gebot liegt bei 31 Euro. Sahnen Sie jetzt ab. Sahnen Sie ab. Und ich meine, 25%, das haben wir immer noch nicht richtig gesagt, 25% gehen... An die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Ja? 35 Euro mittlerweile und die letzte Minute. 35 Euro. Anrufen, absahen, dabei sein, ein Unikat, Entspannung und mal, Katzen und tierfreundlich. Jetzt ist es ausgegangen, weil ich es auf den Knopf gelegt habe, das war nicht richtig. Aber hier sehen wir, ne, das ist natürlich ein richtig schöner Boa-Konstriktor. Ne? Ja. Das ist hier natürlich... also Natur in Natur. Richtig, genau, das ist natürlich... Richtig, sie kommt ja von Mexiko bis Argentinien kommt ja die Boa Constrictor vor und das ist gibt's die echt veganes Boa Constrictor Leder. Oh, wir haben ein neues Gebot von 42 Euro. Das muss man nämlich wissen, das hatte ich jetzt erst in der letzten Minute erwähnt. Ne? Und die letzten 10 Sekunden. Und das ist eine Occidentalis, also eine Boa Constrictor Occidentalis, die ist eigentlich geschützt heutzutage. Ne? Also davon gar nicht mehr, das Leder, das wächst ja nach, ne? Also Schlangen häuten sich ja. Ne, ist ja nicht so, dass man die dafür töten muss oder so. Sondern das, die Zeit ist um. Der Buzzer wurde aktiviert. Gleich werden wir es erfahren. Wer hat dieses
hypnotisierende, ich bin wirklich von den Emotionen hin und her gerissen. Aquarium so von diesem, erworben. Es ist ein Auf und Ab. So. Lampe Deep Water Horizon. Wer wird sie bekommen? Arnold? Das ist kein geschehen? Weil das ist dieses Deep. Also ich glaube, das ist ein Unglückszeichen für alle Ölkonzerne. Ja? Ja? Wer wird gleich bei uns im Studio sein? Bleiben Sie gespannt, bleiben Sie dran. Gleich wird das Telefon klingeln. Die Spannung steigt. Oh, wann wird es klingeln? Wann wird es klingeln? Wer ist am Telefon? Ah, es klingelt! Gott sei Dank hat es geklingelt. Das Gebot der Anrufenden beträgt 42 Euros. Bei kann man doch. Live im C3 Teleshopping-Studio. Herzlich willkommen. Wer ist dran? Hi, Dennis hier. Dennis, du hast unser Deep Water Horizon Aquarium erworben für 42 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Hast du schon Haustiere zu Hause? Nee, habe ich nicht. Das wäre jetzt meine ersten. Super, das ist ein super Einstiegsmodell, falls man sich der Tierwelt langsam nähern möchte, weil es ist ja super pflegeleicht. Du kannst dich davor setzen, du kannst dich entspannen, aber du kannst auch in den Urlaub fliegen, weil es versorgt sich selber. Sehr gut, sehr gut. Also ich bin richtig stolz drauf. Weißt du schon, wo du es hinstellen möchtest? Ich werde es wohl mitten in den Raum stellen, damit man quasi von allen Seiten wunderbar beobachten kann. Ein Ehrenplatz. Richtig. Und absoluter Hingucker. Vielen Dank, Dennis. Wohin dürfen wir es verschicken? Nach Berlin. Nach Berlin. Sehr schön. Super. Wir verpacken es und es ist in den nächsten Tagen bei dir. Vielen Dank, Dennis. Bleib in der Leitung. Es geht weiter mit der Zahlungsabwicklung für dich. Tschüss. Tschüss, Dennis. Ciao. So. Oh, diese Arnold. Diversen seltenen Fischarten in Dinosaurierhaut gehen nach Berlin zu Dennis. Richtig. Ja? Und jetzt kommen wir zu unseren Kakteen. Es ist soweit. Wir kommen wieder zu unseren Kakteen. Ja, ich lasse es noch an. Ja, ja, das ist doch wunderschön. Das passt ja zu den Kakteen. Da können wir gleich. Vielleicht ist der Dennis ja auch der Richtige, auch für die Kakteen, für das Urlaubsfeeling der Pandemie entfliehen. Das in der Mitte. Das in der Mitte. Wie das Karibische Meer. Und dann die Kakteen noch daneben. Ja, ich hole die Kakteen. Ja. Ich hole die Kakteen. Arnold holt die Kakteen. Und die Kakteen sind bei uns heute im 5-Minuten-Quickie-Deal. Wir haben ja gestern schon bereits ausführlich über die Kakteen gesprochen. Sie kennen alle Produktdetails. Deswegen 5 Minuten, der Buzzer ist aktiviert. Da ist er. Es da geht ist er. Los. Rufen Sie an. 0221-59-619-7467. Und die Kakteen können Ihnen gehören. Ja, da kann man auch zum Beispiel Kakteen wechselt dich kann man spielen, ne? Nee, so? Ich behalte meine Kakteen, das ist die von gestern mit Kaktee. Dem Wasser. Du hast es gestern schon immer Kakteen gesagt. Was ja? Du sagen? Kakteen. Kaktusse. Kaktee. Ich behalte meinen Kaktus. Kaktee. Kaktus. Nicht Kakteen. Kak. Das ist ja keine, nur weil es so aussieht wie eine Antenne, ist ja keine, heißt es ja nicht irgendwie, dass man da irgendwie was mit empfängt, ne? So. Aber könnte man vielleicht. Ja, das weiß ich nicht, das wissen wir gar nicht. Ne? Da haben das wir leider genau gar keinen Experten für im Studio. Die Mescalin-Frage wieder. Ob man da was mit gut, empfängt. Arnold, so, okay. du willst mir nur meine Kakteen abschwatzen. Man kann doch jetzt Kakteen wechsel dich spielen, oder nicht? Nein, komm, ich möchte mal gerne, deine, ich habe meine Kakteen schon lieb gewonnen und die möchte ich auch gern behalten. Rufen Sie an. Was, jetzt klaust du mir meinen Stift auch noch? Kaktee. Wie Tee hinten. Französisch. Cocktail. 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 Cocktail, wie der Franzose sagt. Jean-Jacques Cocktail. Cocktail. Das war ein berühmter Autor, eigentlich. Der hatte die. Oh, wir haben ein Gebot von 1 Euro. Also, ich bitte Sie, 1 Euro. Wo waren wir gestern schon? Auch für Schriftsteller, französische Schriftsteller oder italienische oder egal welcher Nation, das sollte es überhaupt gar nicht mehr geben. 10 Euro. Egal für welchen Menschen, egal für welche Wesen, das ist eine Inspirationsquelle. Oh. Ja? Nur noch 4 Minuten und wir sind gerade bei 10 Euro. Anrufen, man muss, die Leitung ist aber heiß. Was kann man denn damit machen? Hast du dich gestochen? Die pieksen eigentlich gar nicht. Du hast mir auf die Schulter gehauen. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht so doll. Ja, das sage ich deiner Mutter, ne? Der Stilberaterin. Okay, wir machen weiter. Ja, das ist jetzt super gut, dass du jetzt 20 auch Euro, so 20 bist, so. Euro ist das aktuelle Höchstgebot. Also danach will ich auf jeden Fall eine Pause. Ich will eine Pause, Regie, nur dass klar ist, ne? Also wir müssen da kurz drüber reden. Ja. Das ist
Das ist scheiße, hier, das ist scheiße, guck mal, von dir. Kannst du deine Tränen trocknen? Weiter geht's. Oh, dir 20-Euro-Gebot ist wieder weg. Was ist da passiert? Ist die Leitung schon wieder zusammengebrochen bei diesen Kakteen? Da platzen die Server. Und 20 Euro gerade. So, also netter Trick, tolle. Netter Trick, Arnold. Ja. Nur also, noch 3 Minuten. Meine stehen ja hier bei dem Aquarium. Da sind die richtig schön. Ja, hier beim Aquarium sind die richtig schön. Die Kakteen macht sich richtig gut. Da können sie einen Karibikurlaub zum Beispiel machen, ne? Ich meine, so. Richtig, ne? Gucken also, ne? Sie sich das an, Urlaubsfeeling. Hier die Fischchen, hier die Kakteen, das was will man dazu, eigentlich, ne? Man mehr? Ja. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, wenn man sich, ich meine, das passt ja auch gut zusammen, ne? Also ich meine, wenn man jetzt so total farblos ist zum Beispiel, dann ist das natürlich... Nur noch natürlich, 3 Minuten, da braucht man natürlich anrufen, die Kakteen umso mehr. Chaos-Community so. Dabei sein ist alles. Anrufen, anrufen, also wenn ihr mal anrufen. Wieder richtig guten Urlaub machen wollt, richtig gut schön in die Ferien fahren wollt, bei euch zu Hause, egal ob das irgendwie... ob ihr jetzt gerade in Melbourne oder Möllbergen oder Rinteln oder Castrop-Rauxel irgendwie schlechtes Scheißwetter habt, so zack, Kakteen, Aquarium hier, wer hat das Aquarium gekauft, die Kakteen dazu, Urlaub ist angesagt, all inclusive Urlaub. 23 ja? Euro so, ist das Höchstgebot. Wir sind bei 25 Euro, ja? Nur und noch 25. Hier, winken die Kakteen winken schon dem glücklichen Euro Sieger. Das ja? Höchstgebot. So, ja? So, man kann zum Beispiel ja auch, jetzt kann man das mal, man kann zum Beispiel ja, da auch mal hier irgendwie einen schönen Kampf mit Arnold, und ohne dass es einem wehtut, ja, so. Ja, du machst das nur, genau wie meine Schwester. Ja, toll. Jetzt kommt so. Hier das Wasser raus. Das hast du super angestellt. Das kann gar nicht sein. Hätte weil ich jetzt einen Überlebensanzug. Dicht, so, ne? Nein, der wurde schon verkauft. Ich war nicht schnell genug. So, also nur noch, die halten viel aus. Minute. Man sieht das jetzt ja auch. Wir haben es eigentlich toll gezeigt. Wir haben das ja toll gezeigt, dass die auch viel aushalten. Wenn man nicht vorbereitet ist, so schnell kann es gehen. So, aber die sind nicht kaputtbar, liebe ZuschauerInnen. Das geht, das ist passiert überhaupt nichts für alle. Ist hier klar, die sind stabil, die halten für ihre was. Kinder. Die, man muss sie nicht wie gießen. Viel Spaß ja, die zusammen. Sind, haben, machen direkt, man kann Wüstenklima, man kann Regenwald einschalten. Die speichern total viel Wasser natürlich auch. Ne? Wenn man mal Durst hat so und denkt, man verwüstet, man findet da auch eine Oase. Also wenn man die lange noch im Zimmer stehen hat, dann bildet sich eine Oase. Ja? Dann entsteht quasi wirklich... Ah. 26 Euro. 26 und die letzte Euro. Wunderbar. Minute. Und 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% für netzpolitik.org. Also bieten jetzt. Ja? Also anrufen. Bieten jetzt nach vorne. Ruft an, greift zum Hörer, die Leitung bietet noch ist mehr. Frei. Also 627, 28 Euro kriegen wir doch noch hin für diesen klasse Kaktus für ein Urlaubsfeeling. Oh. Mexiko, allererste Sahne. Nur noch 10 Sekunden. Noch. 10 Sekunden noch. Gleich ja. Wird es geschehen. Ja. Arnold, das war ein bisschen frech von dir, ne? Also wir müssen hier schon ein bisschen professionell bleiben. So, der Buzzer hat zugeschlagen. Hast du mir gerade ins Ohr gerülpst? Ich glaube, liebe ZuschauerInnen, gleich kommt hier jemand durch ans Telefon. Wir freuen uns und sind gespannt. Wer ist es? Ja, wer hat diesen wunderschönen Kaktus für 35 Euro gewonnen? Quasi. Er steigert, er gaunert. Ja? Er hascht. Ja, gleich klingelt das Telefon. Nee, ja? Gehst du ran oder ich? Geh ran, schnick, schnack, schnuck, eine Runde. Du ja? Hast alle vergrault. Der Anrufer hat nämlich auch schon aufgelegt. Das stimmt nicht, Karin. Weil wer keine Manieren hat, mit dem will man nichts zu tun haben. Ich halte die Laune hoch, ja? Ich halte die Laune wirklich hoch, on top, ja? Die Laune ist gerade im Keller. Zieh doch mal ein anderes Jackett an einfach, Karin. Ich gehe ran, ich bin hier die Telefonqueen. Das Gebot der Anrufenden beträgt 35 Euro. Hallo, herzlich willkommen. Für 35 Euro hast du das erworben, die Kakteen. Wen habe ich dran? Geil, Sebastian. Hallo Sebastian, grüß dich. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du die Kakteen entspannt nutzen, zum Kuscheln, für zu Hause aufstellen oder in die Einfahrt? Sowohl als auch, die kommen direkt neben die Plattenspieler. Mal so, richtig. Genau, richtig, ja, genau. Da gehören sie auch hin, kann man auch gut machen. Wohin sollen wir sie versenden? Nach Berlin. Nach Berlin. Hier, die Grüße Berliner, die haben die Schnäppchenjagd entdeckt. So. Ich sag mal, Sachen mit Stil gehen oft nach Berlin. Ja? Sebastian, vielen, vielen Dank. Wir beglückwünschen dich und auch super, dass du die erworben hast. Oder nach Herne. Denn die Erlöse werden ja weitergeleitet. Vielen, vielen Dank. Bleib in der Leitung. Sehr gut, danke. Tschüss. Ja, tschüss.
So, adio, adio, das, Mexiko. Das war ja ein Verkaufs... Schlager. Verkaufsgefecht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause. Klitzekleine Pause. So. Wir sind gleich wieder für Sie da. Sind wir raus? Das ist eine totale Scheiße, ehrlich. Ich habe gar nicht ohne Scheiß keinen Bock mehr. Und ohne es Scheiß, geht weiter mit einem neuen Experten. So. Wer braucht schon Ahnung? Mann, es geht weiter. Wir sind nicht mehr auf Sendung. Wir sind überhaupt nicht mehr auf Sendung. Sind wir raus? Mann, wir sind überhaupt nicht mehr auf sind Sendung. Sind wir schon raus? Ganz ehrlich, wir sind überhaupt nicht mehr auf Sendung. Scheiße, du bist ein Radolf Raffgier von Schleich. Ach, ich freue mich schon auf diesen Experten aus Paris. Er ist so ein entspannter, ruhiger Mensch und er versteht was von Beauty, von Mode. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei C3 Teleshopping. Herzlich willkommen für unser nächstes Produkt. Es handelt sich um ein Beauty-Produkt. Hole ich mir wieder einen Experten mit dazu. Und zwar Gesundheit da hinten. Hier wird gerade genießt im Studio. Ich hole mir zu mir ins Studio unsere Beauty-Queen, unseren Modezar. Und zwar ist es Radolf Raffgier von Schleich. Herzlich willkommen. Karin. Radolf, mein Lieber, ich freue mich, dich zu sehen. Wie schön, dass du hier bist. Setz dich. Bezaubernd siehst du aus. Ach, Radolf, du bist so ein Charmeur. Ja. Super, setz dich. Ich freue mich also, dass du hier bist. Ah, endlich ein Gesicht, das mir Freude macht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine liebe Karin, dass ich habe das ja eben so ein bisschen mitbekommen. Ja. Mhm. Es kann passieren, auch unter Kollegen, aber das ist natürlich auch reichlich aus meiner Sicht geschmacklos, allein was der Kollege trägt. Ne? Ja. Also das ist schon, mein das zeigt eine gewisse Bescheidenheit und also. Das ist natürlich jetzt im Trend, das ist mir bewusst, aber das ist, irgendwo ist es eine Frage von Stil. Von der, Zeitlosigkeit. Der ja. Arnold lässt sich von seiner Mutter beraten. Ich lasse mich von Radolf beraten. Und so sieht nämlich richtige Eleganz aus. Das ist richtig. Du sagst, es ist eine Frage von Eleganz. Geschmack ja. lässt sich nicht kaufen. Apropos kaufen. Was ist das nächste Produkt? Es ist Rostnagellack. Was? Sie haben noch nie davon gehört? Ja, kein Wunder. Denn wir haben unseren Nagellack nur für Sie angemixt. Ganz frisch und heute. Schauen Sie hier. Das ist unser Nagellack. Ich habe ja gesagt, frisch angemixt. Hier noch dreimal klar, weil wenn Sie das Produkt bei uns erwerben, werden wir noch mal dreimal frisch anmixen. Rufen Sie einmal an und Sie bekommen viermal Rostnagellack nach Hause. Also, liebe Karin, ja. Ihr verkauft das hier etwas unter Wert. Das stimmt. Möchte ich sagen. Also es tut mir auch im Herzen weh. Also ich komme gerade von einer Reise von der Côte d'Azur, wo das schon total im Trend ist. Ja. So, wo es total im Trend ist schon, eben diesen Nagellack. Es gibt, wir kennen Rot, wir kennen Blau, wir kennen Bleu, Bordeaux, wir kennen diese Farben, wir kennen Aquamarin, Blau, Nagellack, ja, ja. Alle möglichen Farben mit Mustern. Aber das kennen wir eben so noch nicht. Das ist etwas ganz... Verrat auf der uns einen Seite, die Trendfarbe. Das ist neu und das ist Vintage. Vintage! Ja, das trägt man in Rom, ja, in Madrid, in Paderborn, in Osnabrück, ja, in den großen Modestädten wird das einfach getragen. Und, aber wir sagen nicht, dass, wie ihr sagt, Rost oder Rost, ja, weil das natürlich nach den vielen Stars, die das tragen, benannt ist. Stimmt. Ne? Aber wir sagen da in der Experten, bei den Designern, sagen wir, die Leute, die sich mit Mode beschäftigen, in den Boutiquen, sagen wir natürlich Mauve dazu. Mauve? Mauve-Nagellack. Ja. So nennt man das in Paris. Das ist ein, Trendfarbe Mauve. Oh,
Radolf, soll ich dir helfen? Ja. Kann ich dir irgendwie abnehmen? Das hier auf meinen Schoß, da ist es sicher. Liebe Chaos-Community, liebe Chaoswesen, all creatures, jetzt anrufen unter 0221 59619 7467 und der Rostnagellack kann euch gehören. Also ich kann ja gerne mal aufzählen erstmal, wie es zu diesem Namen Rostnagellack kommt. Ja. Das ist natürlich, weil ganz viele Leute, das kommt natürlich oft aus verschiedenen Innenstädten, wie man, also Städte, die gerade in sind, ja, so aus der Szene. Innenstädte. Ja, so sagt man. Ja, man kann das leicht mit deutlich Innenstädten verwechseln, ja, aber es kommt Innenstädten. Innenstädten. Oh, Radolf, kurzer Hinweis. 7 Euro das aktuelle Höchstgebot. Für diesen Mofnagellack. Und das Tragen natürlich, es ist natürlich entstanden, weil bestimmte Stars und Ständchen das getragen haben. Ja, ja, so, zum Beispiel hier, wer denn? Ross Anthony zum Beispiel. Ja. Rasti der Clown. Rasti der Clown. Also wer ich war neulich auf einer Party und es ist mir direkt aufgefallen, dass er diesen Mofnagellack trug. Rastila Diaz. Ja, oder Rasta Reims. Rasta Reims, ja, natürlich. Das sind einfach die ganz großen Ikonen, Sportler und Stars und Sternchen Rost und Pit. Rapper, richtig, genau, die das einfach 50 tragen. Rost. Zum Beispiel, ja, und es sind ja alles Namen, die wir kennen, Leute, die wir bewundern für ihren guten Geschmack, weil das ist eine Frage von Assur. Das ist eine Frage von Chic. Wir wollen hier nicht gewöhnlich. Mhm. Wir wollen hier nicht Straße. Wir wollen Chic. Wir wollen Borna. Ja, normalerweise. Das ist eine Haltung, meine normalerweise Lieben. Normalerweise kann man Geschmack nicht kaufen, aber heute bei uns schon. Radolf. Bitte, meine Liebe. Wollen wir es live ausprobieren? Gerne. Ich stelle mich zur Verfügung. Ein Mann, ein Wort. Los geht's. So, wir können das gerne auftragen. Erst vielleicht auch die Kamera, meine Lieben, die Kamera. Vielleicht auch, man kann das hier gleich sehen, dass man, wie sie das macht. Weil dann sieht man auch gleich, wie geschmeidig der sich auftragen lässt. Und das ist keine billige Nachmache, sondern das ist wirklich im Original. In der Trendfarbe Move. Das ist nicht irgendwie Schlamm so, Radolf, oder so. Damit die Kamera das man kann das ja leicht verwechseln mit los geht's. Das war ja lange Trend in den 70ern. Schlamm, Matsch. Oh, ja. Also das ist ja mit 3D-Effekt. So, und ich meine, das ist ja eine tolle Kombination. Ich war, vor zwei, drei Radolf, Wochen. Radolf, und wie das riecht. Riech mal. Ja, das ist, man riecht, das ist das gleich. Das riecht ja nach Zuckerwatte. Das ist extravagant. Man riecht die Extravaganz, das ist nicht einfach, das ist nicht billig, das ist nicht gewöhnlich, das ist schick. 7 Euro Höchstgebot. Und jetzt sehen Sie vielleicht, lassen Sie sich das nicht entgehen. Jetzt sieht man auch, dass ich war vor zwei, drei Wochen, bin ich in New York gewesen bei Bill und Heidi. Und sie hatte genau so ein ähnliches Kleid an zum Breakfast. Und dazu diesen Rostnagellack. Und ich meine, man denkt jetzt im ersten Moment, ja, das goldene Kleid, das ist so modern. Aber dann weiß man, mit diesem Rostnagellack kriegt man doch ein bisschen Vintage. Ja, ein bisschen Abwechslung. Ein bisschen 10 Euro das Höchstgebot. Kontrast. Sehr gut. Ein bisschen Kontrast. Und schauen wir Sie müssen, sich. Wir müssen auch kurz erwähnen, meine Liebe, ja? Das ist kein gewöhnlicher Rost. Ja, es ist auch immer die Frage, wo wächst der Rost? Ja? Sehr gute Frage. Wächst das unter einem Golf 1 oder an einem alten Bentley? Ja. Das ist natürlich auch ein Unterschied. Das ist die Frage. Ja? Was für eine Qualität der Rost hat. Wollen wir wirklich Rost von einem, sagen wir mal, gewöhnlichen, einfachen Schrott? Von Schrott? Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen zum Beispiel, also das sind wirklich nur die auserlesensten, künstlich gerosteten Teile von Autofabrik. Das ist einfach eine Frage, welche Fabrikat von einem Auto zum Beispiel ist in diesen Nagellack geflossen? Und wenn du mir einmal, magst du einmal vorlesen, oder ich lese es auch gerne vor, welche Fabrikat da einmal alles in diesem Rostnagellack, und es ist immer individuell. Ja, ja. Weil auf unseren Rostfarmen, werden auch die Fahrzeuge alle artgerecht gehalten. Wir haben hier einmal Bugatti Veyron.
Bugatti wäre ein der schnellsten Autos der Welt. Das Auto mit der Straßenzulassung mit den meisten PS. 1001 PS. Dann Wildledersitze, ja. Und ganz selten, dass da mal ein Stückchen Rost dran kommt. Mhm. Und so ein Tier, so ein Auto, müssen Sie erstmal artgerecht halten können. Da brauchen Sie auch Platz, was der an Sprit frisst. Dann haben wir hier natürlich Ferrari. Und deswegen da, ich verstehe. Das ist der Duft. Ja, das ist der Duft. Das ist kein gewöhnliches Benzin. Das ist ein E95 37er. Mhm. Ein Eau de Toilette. Ja? Und das ist der Tank Eau de Toilette. Wir sind schon vorhin, dieses Ferrari-Rot ist ja so typisch. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch diese kleinen roten Pigmentflecken des Ferraris. Und liebe Zuschauer, liebe Community, das ist kein gewöhnlicher Nagel. Es ist matt. Normalerweise ist Nagellack glänzend. Aber das ist matt. Gucken Sie mal. Hier habe ich eine dünne Schicht aufgetragen. Hier ein bisschen dicker. Jetzt, wo ich es sehe, mein Lieber, das sieht natürlich auch so ähnlich aus wie die Wildledersitze in meinem Bugatti. Ja? Stimmt. Hat es eher den helleren oder den dunkleren Ton? Nein, eher den helleren. Also ich würde es etwas weniger auftragen. Sie brauchen ganz wenig. Ja? Sie brauchen ganz wenig. Und wie viel das wert ist, Sie müssen, wenn es aus diesen Fahrzeugen gewonnen ist und es auch noch zu einem guten Zweck ist. Ja? Ich habe auch zu Heidi gesagt, Spende, ruf auch gerne an, auch wenn du schon natürlich ein Fläschchen von mir bekommen hast, zu Weihnachten jetzt. Richtig. Ruf auch ruhig an. Denn es unsere Erlöse 25% werden ja weitergeleitet. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Es ist für eine gute Sache. Tun Sie sich selbst was Gutes und auch den Organisationen. Magst du mir aber der Ordnung halber noch die anderen beiden auch noch? Sehr gerne, Radolf. Hier trage ich auch noch mal eine dünnere Schicht auf, damit man die Farbe sehen kann, wie das ist, wenn man es nur dünn aufträgt. Meine Liebe, ich denke immer, die meisten jungen Leute heutzutage, die, wenn ich so durch die Straßen flaniere, spaziere und mir doch mal eine Auszeit nehme, auch selbst in Paris oder in Rom oder in Herne, auch dort, die junge Leute laufen rum wie Truthahn. Ja, wirklich. Ja. Und kein das Geschmack, ist ja erschreckend. Ja, das ist ja erschreckend. Da frage ich mich doch, wieso? Und ich meine, das wertet das doch auf. Das wertet das auch mit diesem Mauve-Nagellack, wie das aufwertet. Ne? Das passt natürlich zu dem Creme. Auch zu dem cremefarbenen, wie zu dem glitzernden. Zu dem cremefarbenen, zu dem glitzernden. Ja? Zu Creme. Glitzer, so, ich Creme, kriege gerade Glitzer. Die Info, wir legen noch was drauf. Zum Rostnagellack legen wir noch Rostkonfetti drauf. Und zwar haben wir hier schon was vorbereitet. Und zwar gibt es noch das Rostkonfetti in dieser wunderschönen Geschenkverpackung. Also Sie kriegen das Täschchen mit nach Hause. Können wir ein Close-up haben? So sieht das hier aus. Wunderschönster Rostkonfetti. Oh. Gucken Sie sich diese zwei Farben an. Dieses dunkle und helle. Auch wieder in der Trendfarbe Mauve. Also ich kann dir sagen, meine Liebe. Ja. Jedes Jahr gebe ich ja mehrere Bälle, mehrere Glamour-Partys auch. Und es ist inzwischen nicht mehr so angesagt, sich so selbst im Kaviar zu baden. Ja. Also weil man dann leicht bekommt man vorgeworfen, man verschwende das Geld und man sei unbescheiden und dergleichen. Und dann muss man einfach bei seinem großen Auftritt, was mache ich da? Was mache ich jetzt? Ja, ich möchte ja, wenn ich reinkomme, möchte ich eigentlich, ja, meine Gäste, ich sag mal, ich habe 500, 800 Leute aus dem Telefon. Oh. Ja? Radolf, möchtest du rangehen? Du bist gern, da gerade in Nähe. Ich hoffe, das ist desinfiziert. Radolf von Schleich, ja, ich glaube, das ist schon leider aufgelegt. Also es tutet, ja? Oder ist es normal? Also ich hatte... Hallo? Ach nee, die Verbindung, ist schon weg. Ne? Da hat sich wohl einer erschrocken, dass du am Telefon warst und nicht an mich. Radolf, du warst stehen geblieben bei dem großen Auftritt. Was braucht man bei einem großen Auftritt? Richtig, man braucht eben auch Bescheidenheit. Man braucht eben auch eine gewisse Spur von Zurück. Haltung. Aber andererseits... Haltung, in dem Wort Zurückhaltung. Aber andererseits möchte man doch auch mal so richtig
einen großen Auftritt haben mit Champagnerdusche und sonst was. Dafür haben wir was vorbereitet. Ich zeig dir das kurz, mein Liebe. Ich hole eben meinen, ich möchte mir hier, warte, einen Moment. Ich habe den, na, wie heißt der Mann, der bei euch hier die, für die... Ach, Hausmeister Kiddel. Richtig, dieser, ein gewöhnlicher Mensch, aber sehr nett. Liebe Community, wir haben was Besonderes für Sie vorbereitet. Sie sehen es schon, ich habe Schutzbrillen auf meinem Schoß. Die werden wir gleich gebrauchen, denn wir machen eine Konfett... Radolf, geht es dir gut? Mein Stock brauchst niedergefallen. Brauchst du Hilfe? Nein, alles in Ordnung, meine Liebe. Okay, wir machen gleich alles eine Konfetti-Rostparty. Und unser Radolf hat sich den Kittel von Hausmeister Kittel ausgeliehen. Nicht, dass sein wunderschöner weißer Kaschmir-Blazer noch dreckig wird. So, ich bereite mich vor, ich ziehe die Brille an. Gleich gibt's die Konfetti-Party. Meine Liebe, eins muss ich noch sagen, ja, weil du vorhin das... Ich saß ja hinten. Ja. Und mein Vater, der Ehrenwerte, sagte immer, die Tür hat auch einen Henkel. Ein weiser Mann, dein Vater. Wenn du verstehst. Ich verstehe. So, weil ich mir natürlich mein Creme-Jackett, nicht die ganze Eleganz, ja, nicht die ganze Eleganz versauen will. Hier ein. Magst du? Natürlich. So. Liebe Zuschauer, rufen Sie an, Sie können noch absahen. 0221-59619-7467. Man muss ja sagen, auch der Kittel. Radolf, also wenn du ihn trägst, das sieht ja schon wieder aus wie von dem Laufsteg. Das ist ja wirklich, also schade, dass ich es nicht selbst sehen kann. Ja, wirklich Radolf, schade. Radolf, vertrau mir, du siehst mal wieder atemberaubend und auch, ich aus. Muss auch sagen, zu dem, dass auch das Mauve passt natürlich hervorragend zu dem Silber. Ja. Und ich meine, ich habe das Silber gerade erst polieren lassen. Von wegen, es beißt sich. Nein, es passt perfekt ineinander. Perfekt, ja, man kann das hier auch mal. Das ist hervorragend gearbeitet. Höchstgebot so, jetzt bei 10 Euro. Die Schutzbrille, meine Liebe, damit wir uns nicht... Soll ich deinen Stock erstmal halten? Danke, ja. Anrufen, dabei sein. Die Leitung ist frei. Sie können den Rostnagellack erwerben, den wir bereits einmal angemixt haben, noch extra dreimal anmixen werden. Und Sie bekommen das Rostkonfetti noch dazu, das wir Ihnen jetzt demonstrieren werden. Radolf, wollen wir das im Stehen oder im Sitzen machen? Wie du magst, meine Liebe. Was hältst du denn für... Ich würde sagen, im Stehen. Ja, wir kommen jetzt zu meiner... Wir stellen uns vor, die geladenen Gäste sind schon anwesend mit einem Gläschen Sekt und wir kommen jetzt herein, ja? So, ja. Ich gebe dir das, was in deine Hand. Oder wie machen wir das? Hätte beispielsweise auch diesem Clown auch gut gestanden, wenn er zum Beispiel ein bisschen von diesem Nagellack... Rostkonfetti. Rostkonfetti. Ja, also wir stellen uns vor, das sind schon, der Champagner ist schon bereit. Geflossen und alle warten nur noch, dass es losgeht, dass sie ich, die den Bühne Saal betrete, ja? Dass du den Saal betriebst. Zum natürlich. Nach deiner Fashion-Show lässt du dich feiern. Und wie lässt du dich feiern? Und das so mit Rostkonfetti! Und niemand wird dir Vorwürfe machen, er hat sich zu sehr gefeiert. Das ist eine Frage von Demut, ja? Von bescheiden, ja? Das ist kein Gold, kein Platin. Das ist Rost in der Trendfarbe Mauve. Natürlich würde ich jetzt, ich würde zum Beispiel Platinsplitter nehmen und sie mit dem Mauve färben, ganz ehrlich. Weil dann weiß ich, dass es eben auf die inneren Werte auch ankommt, meine Liebe, ja? Ja, aber Liebe Zuschauer, man fühlt sich bescheiden. Noch zwei Minuten. Wenn Sie jetzt anrufen, dann werden wir das Rostkonfetti noch einmal noch einmal demonstrieren, weil Sie ja gewonnen haben. Und das ist. Aber scheinbar, die Zuschauer scheinen. Freude. Meine liebe Karin, die Zuschauer scheinen das nicht ganz zu schätzen, wenn ich hier 10 Euro sehe. Ich denke immer, es sind 10.000 Euro. Was, nee, gerade. Aber es sind scheinbar 10 Euro. Ja. Das ist nicht die Kundschaft, die du sonst hast. Aber jeder fängt mal klein an. Und ich sage mal, dieser Nagellack, das ist der perfekte Einstieg in die Mode- und Beauty-Welt. Kann ich. Radolf, kann ich sag doch was, du kriegst ja keine Luft. Die Maske wieder... Oh. Oh, Radolf, Merci. Da ist ein bisschen was, also...
Puh, erstickt man ja fast. Oh nein. Es ist nur noch eine Minute, wir sind bei 10 Euro. Ich glaube, wir ziehen das zurück, ja. Nein, also Radolf, das können wir nicht machen. Auch aber die 10 Leute Euro müssen, ist auch etwas. Es ist doch quasi eine Spendengala. Ist das korrekt? Ist es eine Spendengala? Nein, es ist keine Gala. Das ist hier eine Teleshopping-Auktion. Und 10 Euro sind 10 Euro. Wir bleiben dabei. Wir nehmen keine Angebote zurück. Aber natürlich würden wir uns freuen. Aber zum Beispiel der mit den 2 Euro könnte doch jetzt noch mal 50 Euro bieten. Stimmt. Also mein Lieber, ich leihe Ihnen das, wenn Sie ein Student sind zum Beispiel. Oder ein Studierender, wie man Sie sagt. Sie haben noch die Chance anzurufen. 0221 59619 7467. Rufen Sie an. Also rufen Sie auch gerne an, wenn ich Ihnen etwas Geld leihen soll. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Es sind nur noch 10 Sekunden. Also wenn Sie 100, 500 Euro zu einem kleinen Zinssatz benötigen, ja, ich meine, das ist Move-Nagellack. Mhm. Damit sind Sie salonfähig. Von Bugatti Veyron unter anderem. Ja, Freiland Bugatti Veyron. Freiland. Oh, der Buzzer wurde aktiviert. Ganz aber ruhig, gleich. Das gleich ist ja ein furchterregender Ton, meine Liebe. Du kannst ja hinterher noch die Sounddesigner noch ein bisschen beraten, was der richtige Sound wäre. Ich glaube, von Design kann bei diesem Sound keine Rede sein. Genau, du sollst ja auch beraten. So, das Gebot ist geschlossen. Die Auktion ist vorbei. Gleich wird das Telefon klingeln. Ja, Radolf, auf einmal sehen wir keine Gebote mehr im Display. Hat es funktioniert oder nicht? Wir warten kurz ab. 15 Euro? Ist das richtig? Sehen wir das richtig? Oh, tatsächlich, 15. Hier werden uns ja... Ich schleiche mich an dir vorbei. Schleich. Kenne ich aus der Schule noch. Der Anrufende beträgt 15 Euro. Oh nein. Es wurde erst angesagt 15 Euro, aber jetzt kriege ich kein Signal mehr. Schade. Liebe Regie, was machen wir jetzt? Wollen wir denn... Da kommt doch noch ein Anruf, meine Liebe. Ein bisschen... Der Anruf beträgt Haltung. Ruhe. Eleganz. C3 Teleshop, herzlich willkommen live im Studio. Wen habe ich dran? Hier ist Manos. Hallo. Hallo. Du hast in letzter Sekunde doch noch 15 Euro geboten. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Freust du dich? Freue mich sehr. Ja, also du kriegst ja von uns das Rostkonfetti, den Nagellack. Und wir mischen 3 Fläschchen nochmal extra für dich hinzu. Ich werde ja verrückt. Aus welcher Stadt rufst du denn eigentlich an? Ich rufe aus Tübingen an. Ah, okay. Wir hatten noch keinen Anrufer aus dieser Stadt. Schön, dass du auch zuschaust. Ja, ich freue mich vor allem, dass ich das gekauft habe. Gut. Radolf, hast du noch einen extra Tipp für unseren Zuschauer? Noch einen extra Beauty-Tipp? Definitiv. Männer, schminkt euch. Ah. Ganz klar. Der Zuschauer sagt gerade, er hat einen Beauty-Tipp abgegeben. Und zwar, Männer, schminkt euch. Männer, benutzt Nagellack. Auch mal 20, 30 Minuten einfach dran riechen. Radolf empfiehlt gerade auch gerne mal 20, 30 Minuten dran riechen. Das ist der Tipp des Beauty-Experten. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Viel Spaß mit deinem Produkt. Bleib weiterhin in der Leitung. Und wir machen jetzt weiter. Tschüss. Das müssen Sie duften, das müssen Sie berühren. Das ist so, ich glaube, wir machen wir jetzt eine Pause? Nein, wir machen jetzt weiter mit, doch, wir machen eine kleine Umbaupause und gleich machen wir weiter mit Arnold, lieber Radolf, ich verabschiede dich. Es war wieder mir eine meine Freude liebe Karin, mit dir. Mach es gut. Soll ich dir noch einmal hier aus diesem Kittel raushelfen? Danke, ich glaube, ich ziehe mich backstage? Lieber. Machst du Backstage? Okay. Vielen Dank, liebe Zuschauer, vielen Dank. Ja. Au revoir, Radolf, bis zum nächsten Mal. Au revoir, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Gleich geht's weiter, bleiben Sie dran.
Da sind wir wieder bei C3 Teleshop, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir machen weiter mit unserem nächsten Produkt. Und zwar unserem vorletzten regulären nächsten Produkt. Danach gibt es noch ein 5 Minutes Quickie Deals. Und dann sind wir auch schon beim letzten. Also jetzt ran, liebe ZuschauerInnen, liebe Chaoswesen, liebe Damen und Herren, bietet, 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 denn jetzt kommen die letzten drei richtig heißen Deals. Also seid dabei. Was ist das nächste Ding, liebe Karin? Es ist unser Riesenschäkel. Ich soll ihn ausprobieren, alles bitte klar? Bitte sehr. Na, das ist... Arnold. Du musst noch ein bisschen trainieren, liebe Karin. Ich sag's äußerst ungern, aber könntest du für mich das nächste Produkt reinholen? Na klar, Karin, aber nur weil du es bist. Es ist schwerer als gedacht. Es ist unser Fitnessgerät. Wir haben das letzte funktionierende Fitnessgerät des Mittelalters für Sie aufgetrieben. Es wurde auch im Volksmund das Fitnessgerät für Faule genannt. Denn mit diesem... Oh, dieses Gerät... Also muss ich sagen, dass es nicht nur ein Fitnessgerät ist. Es kann ja mehr. Karin, zähl auf, was das Ding alles kann. Es kann zum Beispiel als Nasenring benutzt werden. Beispielsweise. Ne? Als Septum. Ja. Oder... Wir können das ja gleich kurz mal erstmal ausprobieren, bevor wir zum nächsten gehen. Was sagst du? Dass die Zuschauer einmal sehen, wie sieht das als Septum? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Im ersten Moment denkt man ja, hey, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Aber... Ja? Aber die Bedenken sind völlig unbegründet. Das Ding ist ja total gut geölt. Aber da kann sich überhaupt nichts entzünden auch. Ja, man kennt es ja oft, dass da irgendwie Entzündungen sind oder so. Da kann eigentlich nichts passieren. Ja. Ich schlage vor, wir nehmen deine Nase, weil deine Nase ist ja ein bisschen größer, ne? Ja, so. Und jetzt schraubst du es einfach zu. Ja. Schraubst einfach zu. Wir haben es ja gut so, geölt, das Loch, ne? Ist ja gut, genau. Ja, oh. Ja, perfekt. Oh. Ja, es tut auch nicht weh. Also man merkt eigentlich nichts, ja. Das ist perfekt, ja, genau. Aber das Loch ist ja vor, das ist doch, das ist ja... Ja, dauert einen Moment länger. Das ist, ich hatte das hier lang genug drin. In meinen, als ich immer so... Schraube ich gerade in die falsche Richtung? Nee, also ich merk's. Okay. Oh. Ah nee, man muss mit, ja, genau, mit Gegendruck. Oh, genau, verstehe. So ist, genau, so ist jetzt habe ich den Dreh raus. Ja, genau, jetzt ist ruhig, jetzt ist es durch. Oh. Ja, jetzt ist fest. Danke, Kari, danke. Jetzt bist du raus. Oh, ne? Jetzt musst du nochmal machen. Oh. Jetzt hast du fast die Nase kaputt gemacht. Jetzt musst du nochmal raus machen, ja? Kannst du bitte nochmal machen? Die Zuschauer möchten das schon sehen, Karin, ja? Also machst du bitte nochmal fest, dass einfach fest sitzt, aber nicht so, dass du da überdrehst. Jetzt ist, genau, jetzt so ist es drin. Es, ne? So. So. Klar, man muss, jetzt ist es wieder rausgerutscht, Karin. Man muss ein bisschen festschrauben, ne? So, aber so ist doch, ey. Also ist dein Lieblingslied hier so, ist man auf dem Rave so, hey. Pleasure from the base, so, ne? Wir haben ein Gebot. Sag wir haben mal, ein so, ne? Erstes Gebot. Dö. 1 Euro, dö. Da geht doch mehr. So, bitte und rufen Sie an. Und dann sagt doch auch mal irgendwie ein cooler Typ, eine coole Type oder so, sagt dir, ey, schicker Nasenring, du. Schicker Schäkel, so, ne? Schicker Nasenring. Schicker Schäkel. So, Arnold, schick mal den Schäkel. Schick mal den Schäkel, du. Schick mal den Schäkel, du. Und Arnold. Der Bass, der geht immer rein in den Schäkel, so zack, zack, und ich shake den Schäkel, so. Ich kann mir vorstellen, ja. Das geht auch gut auf die Nackenmuskulatur, oder? Ja, das ist natürlich, wenn man auch jetzt, auch wenn man Metal-Fan ist, wenn man gar keinen Hip-Hop hört da oder so, ne? Also Hip-Hop ist so, ne? So, dann da kann man natürlich auch hier, wenn man auf Wacken ist zum Beispiel, so, ne? 14 Euro mittlerweile. So Höchstgebot von 14 Euro. Also, lange nicht mehr im Training gewesen. Arnold hat sich so ins Zeug für Sie gelegt. Bitte rufen Sie an unter 0221 59619 7467. Und der Riesenschäkel kann auch an Ihre Nase gehören. So. Arnold, So, ja? Arnold? Was kann man denn noch damit machen, liebe Karin? Also, ich habe mir noch notiert, also wir haben einmal, es ist das man Fitness... Man muss ein bisschen üben, ne? Man muss das Loch ein bisschen vorpressen, sag ich mal. Also, dass man da auch mit seinem Piercer vielleicht drüber spricht vorher, ne? Aber dann ist man wirklich cool. Ist man wirklich cool im Viertel unterwegs, so, ne? Dann ist man wirklich der, also,
Wirklich. Also ich sag mal, für Schanze. Das ist was für Freitagabend Schanze. Wirklich. So. Ne? Arnold, wir waren noch stehen geblieben, was es ursprünglich mal war. Und zwar war das das Fitnessgerät aus dem Mittelalter. Es wurde im Volksmund das Fitnessgerät für Faule genannt. Denn es wurde an einem Baum montiert. Und dadurch, dass man das mit den Seilen an einem Baum benutzt hat, wurden die Gravitationskräfte der Erde entkräftet. Und der ein Workout mit dem Schäkel hat die Kalorien, hat die Fettverbrennung von einer Woche Fitnessstudio ersetzt, schon damals im Mittelalter und den Damen am feinen Hof. Mir platzt gleich das Jackett, ich spüre, wie der Bizeps wächst. Und jetzt auch der Trizeps. So, hey, Karin, Pumpen, Karin. Ich spüre ihn, den Trizeps. Scheiße, mach länger, scheiße, mach mehr, Mensch, Karin. Scheiße, mach du, scheiße, mach Karin, scheiße, Mensch. Los. Na, du musst länger machen. Länger, da geht noch mehr. Aber das, zeig mal. Das ist aber... Also stahlhart. Also es war ein 25, das war vorher ein 25, der ist jetzt schon ein 32er. Schäkel, das ist ein 32er Bizeps. Das ist ein 32er Bizeps. Wie schnell das geht. Zwei Wochen Fitnessstudio. Also, das, wie schnell das geht, wo ihr normalerweise 2, 3, 4 Wochen für trainieren müsst. Ja, das ist jetzt so. Bam, so, weißt du, das geht nach vorne. Und das ist auch noch für einen guten Zweck. Ihr kriegt dicke Muskeln für einen guten Zweck. Auf dem Rave. In die Nase, zack, und dann auch ein bisschen Workout, ja, irgendwie. Wow, ich fühle mich was gut, anderer, was ich fühle mich richtig aufgepumpt. 14 Euro Hostgebot, da geht mehr, rufen Sie an. Fit, ihr spart euch den McFit, ihr spart euch den Piercer, ja, da ist alles drin. Jetzt merke ich gerade, jetzt, wo ich mal wieder ein Workout gemacht habe, scheiße, wie lange ich nicht Ding beim Sport war. Das noch ist fünf Minuten seit die Regie. Ja, meine Fresse. Junge. Fühle ich mich gut, Alter. Ich fühle mich richtig geil, muss ich sagen. Das ist toll, ne? Was geht denn heute noch, Arnold? 14 Euro, momentan das Höchstgebot. Du hast doch was von der Party erwähnt. Natürlich. Wir nehmen das Ding. Oh, das wird ja das leider verschäkert. Yes. was? Verschäkert, verhökert wird dieses Ding leider. Sonst könnten wir das direkt mitnehmen. Oh, stimmt. Und natürlich auch mit auf den Dancefloor nehmen. Aber es wird ja erst morgen versendet. Heute könnten wir es noch nutzen. Komm, du, ich mach zum Beispiel, ich leg mein Beat auf und du pumpst auch noch ein bisschen. Okay, ja? Okay. Leg mal ein Beat auf. Erstmal muss ich hochbekommen. Rufen Sie an! Das ist für einen guten Zweck. Squats, das nennt man Squats. Ah, das geht auf den Rücken, Arsch und Beine. Das ist geil. Ah, 14 Euro, Höchstgebot. Rufen Sie an. Und jetzt schneller. Dann noch für einen guten schneller. Zeit, ne? Und nur noch 5 Minuten. Nur noch 4 Minuten. Rufen Sie jetzt an. Gönnen Sie sich das Fitnessgerät und das Piercing. Und nicht nur als Septum nutzbar. Ich kann mir auch, was haben wir denn noch? Oh. Ah, schon kaputt. Dann machst du also jetzt mal. Das reicht fürs Erste. So. Also, wir haben aber jetzt nur gezeigt, wie man damit die Arme trainieren kann. Nee, ich habe auch Squats gemacht. Squats kann man auch mal genau. Zack, zack. Und wenn man unterwegs ist, auf dem Rave, und man das 2, 3, 4 Stunden getragen hat, oder länger, der eine oder andere ist ja 2, 3 Tage auf dem Rave, 16 Euro Höchstgebot, rufen Sie an! Und ich sag mal, das Öl hier nicht mehr so gut hält an der Nase. Dann kann man damit auch sein Fahrrad anschließen. Dann hat man das nicht im Weg, so, sondern dann geht man einfach zu seinem Fahrrad, was irgendwie am Baum steht oder so. Zack, durch die Speichen. Und sagt mir mal ehrlich, liebe Community, wer klaut das? Wer hat den Bolzenschneider dabei? Niemand! Ja? Das Fahrrad bleibt sicher safe, 1000%. Kevin Pascal aus Castrop-Rauxel hat hier den Bolzenschneider, um das zu klauen. Sagt es mir doch. Ruft an, sagt mir hier, ich habe den Bolzenschneider. Dieser praktische Schäkel passt ja in jede Handtasche, in jeden Rucksack, in jede Bauchtasche. Ist so klein, praktisch und handlich. Ihr Fahrrad ist und safe. Erst noch 3 Minuten und wir zählen nochmal die Vorteile auf. Wir zählen nochmal, also Fahrradschloss. Workout-Gerät. Piercing. Also. Und man spart die Kosten fürs Fitnessstudio. Jeden Monat, ja? Und ich sag dir, man fühlt sich so gut nach einem Workout. 18, also das wiegt ja schon für 200 Euro. Wie viel Kilo sind das denn? Oh. Also 50?
Also ich sag dir. Aber locker. Selbst Arnold. Also 50. Selbst Arnold. Ich weiß, ich habe früher Bankdrücken mit 100 gemacht. Das sind 50. Ich sag dir, selbst Arnold Schwarzenegger, der ist noch neidisch auf uns. Mein Namensvetter. Tatsache. Ja. Weißt du, was ich von Arnold Schwarzenegger gehört habe? Hm? Der ist früher sogar in Fitnessstudios eingebrochen, wenn die zu hatten. 20 Euro. Das wäre mit dem Riesenschäkel nicht passiert. Ihnen kann das nicht passieren, wenn der Riesenschäkel Ihnen Leute, gehört. Noch haben zwei Sie Minuten. Fitnessstudio immer bieten, zu Hause. Bieten. 20 Euro Höchstgebot. Jetzt geht's doch mal nach vorne. Mensch, was ist denn los bei euch? Das ist für einen guten Zweck, Mensch. Hier wird der Schäkel geschickt für einen guten Zweck. Und der Anruf meine ist nicht Herren, teurer als bei meine Oma Damen, anrufen. Meine ZuschauerInnen, ja? Liebe Kreaturen, all creatures out there. Anrufen, der Riesenschäkel geht gleich. Mehr Vorteile kann es gar nicht haben. Und ihr könnt das natürlich auch rausschrauben und die Nudeln damit umrühren. Nur noch ja? Eine Minute. Also zum Beispiel, man kann damit richtig, man weiß eher das alte Nudelsoße-Problem, ja? Man hat zu viel Soße, zu viel Nudeln, man taucht einfach in die Soße, dreht es ins Gewinde, ja? Und dann lässt man das locker über die Spaghetti laufen. Fertig. Ja, genau so viel Soße wie man, nicht mit einer Kelle, sondern... Eine Frage. In der letzten Minute wieder. C3 Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Mit wem spreche ich? Hier ist der Palle. Hallo. Grüß dich. Hast du eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar muss ich mir Gedanken machen, dass mich die USA angreift, weil da so viel Öl dran ist, wenn ich das Ding kaufe. Aha. Wie ist die Frage? Er fragt, ob er sich Sorgen machen muss, dass die USA angreift, weil ja so viel Öl jetzt an deiner Nase ist. Meine Nase ist Öl? Am Schäkel. Nee, am Schäkel. Und am Schäkel. Ach so. Nein, weil das ist ja kein Erdöl, mein Lieber, sondern das Olivenöl. Das ist also kein Erdöl. Also die USA sind ja nur scharf auf Erdöl. Das sind höchstens die Italiener sauer, ne? Genau, und die fangen ja bekanntlich keine Kriege an. Also jetzt nicht. Ja, okay. Natürlich so schnell. Also was sagst du dazu? Auf meine Pizza packen. Wie bitte? Sag es bitte noch einmal. Kann ich das Ding auch auf meine Pizza packen? Definitiv. Also kannst du zumindest. Kommt drauf an natürlich auch, wie gut du. Da muss man ein bisschen Training, wie mit dem in die Nase machen. Du brauchst ein bisschen Training dafür. Aber grundsätzlich. Übung macht den Meister. Wenn du das schön auch in Tomatensoße tauchst und dann auf die Pizza machst, ist es eigentlich kein. Ich würde es dann irgendwie ein bisschen länger drin lassen als eine gewöhnliche Pizza. Ah ja, okay, ne? Macht natürlich Sinn. Und trainiert natürlich auch die Kaumuskeln, ne? Richtig, genau. Also du hast danach wirklich so einen Kiefer wie, ich sag mal, hier dieser Crackmeier von Family Guy. Der Pate, wie hieß denn der? Ja, wie Marlon Brando. Ja, Marlon Brando in? Zum Beispiel. In der Pate. In der Pate, hast du so einen gebissen, haben gleich Respekt alle vor dir. Ja. Und ich glaube, es schmeckt auch. Ich glaube, es schmeckt auch. Also wie gesagt, 20 Minuten länger drin lassen im Ofen und es schmeckt wunderbar. Perfekt. Ne? Also, ich hoffe, deine Frage ist geantwortet. Ruf noch schnell durch und biete mal noch eine Nummer. Ja? Ja, mach ich gleich. Geil, ich denke, dass du angerufen hast. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. So. Also, ich mein, die Zeit ist eigentlich abgelaufen. An. So. 32 Euro Höchstgebot. 32 und die Regie Euro. Sagt uns jetzt nur noch 10 Sekunden. Und da ist noch was zum Drehen. Da ist noch was am Drehen. Kann man noch was drehen? Noch was drehen? Noch ein bisschen höher das Gebot? Genau. Karin. Geht ja noch was. Drehen wir den Preis nochmal nach oben. Es liegt in Ihrer Hand, ob es für 32 Euro weggeht oder... Übrigens, wir müssen noch was, wir haben einfach so angefangen. Ja? Entschuldigung. Nein, 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 nein! Ich wusste es, Arnold. Ah, der Buffer! Er wurde aktiviert! So, Arnold, das habe ich gerochen. Das habe ich von der ersten Sekunde gerochen, was du schon wieder vorhast. Wegen vorhin, meine ich. Was wegen vorhin? Entschuldigung. Kommt jetzt wieder hier die Tränendrüsennummer? Nein, ich wollte mich nur entschuldigen. Kannst du ja annehmen oder nicht, wie du magst. Das überlege ich mir nochmal. Arnold... Wir sind noch auf Sendung, wir klären das später, okay? Du willst keinen Frieden scheinbar. Du willst ja keinen Frieden scheinbar. Ja, liebe Grüße an deine Mutter. So, wann kommt jetzt unser Anrufer ins Studio rein? Da ist er ja schon. Das Gebot der Anrufenden beträgt 32 Euros. Herzlichen Glückwunsch hier live im Studio. Du hast den Riesenschäkel für 32 Euro erworben. Oh, das ist aber großartig. Herzlichen Glückwunsch. Wie heißt du denn? Ich bin der Chris. Chris, von wo rufst du an? Grüß dich. Ich rufe aus Leipzig an. Leipzig hatten wir noch nicht. Wie möchtest du den Riesenschäkel nutzen? Na, ich dachte, ihr habt das mit dem Fahrrad so toll beschrieben und da dachte ich mir, ich über so ein mega sperriges und schweres Schloss mitschleppe, dann nehme ich doch lieber den Schäkel.
Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Richtige Entscheidung. Sicher ist sicher, mein Lieber. Für 32 Euro, du warst der Höchstbietende. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Dein Geld wird gespendet, wir geben es weiter. Bitte bleib noch in der Leitung. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Ene, Mene, Schäkel. Oh, so, ist er das weg. Ja? War Mene, Mene, Schäkel. So. Oh, ich glaube, das ist wieder. Mal? Nee, warte. Mal gucken. Oder ist es wieder der erst Masimoto und dann. Nee. Gehen wir ran. Ja, siehst du Masimoto. 19 Euro. 19 Euro, nee, das nehmen wir nicht. Das hatten wir schon mehr. Das ist erledigt. So, ich habe direkt aufgelegt. Wir machen weiter mit unseren 5-Minute-Quickie-Deals. Ich baue auf, du bringst weg. Was? Ach ja. So, unsere schicke Drehplatte. Nur für die besten Produkte. Das. Moment. So. Casio 2000 Super Keyboard. Oh. Startgebot 1 Euro. 5 Minuten. Hot Deal. Zuschlagen, absahnen, dabei sein. Wer bietet mehr als 1 Euro? So, jetzt muss ich einmal spielen. Jetzt. Hey, aus welchem Set ist das noch? Ich kenne das. Oder? Das ist doch hier Kollektiv Turmstraße. Hier, 2-1, 2-11. Tower. Hier. Auf einer großen Bühne. Seebühne. Oder was? Ja, ich weiß es hier. Ich weiß, ich kenne. Das weiß ich doch. Das ist aber gesampelt. Oh, Mensch! 1 Euro. Oh. Wer bietet mehr als 1 Euro? Oh, also, nur noch 4 Minuten. Ihr hört es ja schon, ihr könnt damit super Beats bauen, selber was einsamplen. Das ist ein Sound, der selten benutzt wird, ne? Anrufen 0221 596 197 467 und wir hauen noch einen drauf. Die Trommel. Wir hauen noch auf die Trommel drauf. Anrufen. Hiya. So, ja, oder man, ich kann mal was anderes vorspielen hier. Einer macht zum Beispiel einen Beat, ja? Ich kann noch was zu Trommel erzählen. Ja, das geht ab, das geht durch. Ja, das ist hier, ich meine, wir sind noch bei 4 Minuten, kauft das Keyboard. Also wer die Producer unter euch, ruft doch einfach an. Ich wette, das habt ihr noch nicht, das ist ein absolutes Einzelstück. Ne? Das ist jetzt noch keine Geburte, ich verstehe das nicht. Oder wenn ihr zu zweit Straßenmusik machen wollt, das ist doch ein guter Einstieg. Ja, ich meine, Gitarre und Querflöte, das machen sie ja alle heute. Und außerdem, das ist ja doch langweilig, das ist doch öde. Das ist doch, diese Trommel... Hey. Kartoffeldruck kennt ja jeder. Wir haben hier Trommeldruck. Und zwar tragen Sie sich hier Ihr Motiv auf und dann können Sie Wände bedrucken. Sie können Gardinen bedrucken. Sie können Polster bedrucken. Also Sie haben ein 2-in-1-Gerät. Jetzt anrufen. Es ist für einen guten Zweck. Ja, nur noch 3 Minuten. 0221-5969. Nee, das war falsch gesagt. 0221-59-619-7467. Ja, das ist wirklich tanzbar. Ja, das ist wirklich klasse. Hey! So, ja, das ist, kann man auch mitklatschen. Das ist wirklich ein Vierviertel, ein Astreiner. Und so, das wir habt haben ihr nicht. Angebot. Das ist ein 2 Sound, Euro. Das sucht ihr lange. 13 ja, Euro, sehr gut. Ihr nur beides zusammen, Minuten. Ja? Ihr versteht beides zusammen, ja? Also das ist quasi ein Producer-Set. Richtig. Das ist ein Set. So, ihr könnt damit live spielen. Ihr könnt direkt damit sagen, los, ey, ich will auch mal irgendwie einen auflegen. Ich will auch mal hier einen selber einspielen. Zack, nicht nur immer samplen, fertige Audio-Loops nehmen, so, sondern auch mal selber hier. Oder... Ja, ich das möchte, geht. So, das geht nach vorn so. Ich Klasse. Möchte keine Tapeten mehr wie aus Otto-Katalog, sondern ich möchte mein eigenes Muster. Und wir sind noch bei 2 Minuten, liebe Freunde. 2 Minuten und immer noch Ihr bei 13 Muster Euro für beide Instrumente zusammen. Stempeln. Ja? Stempeln.
Und man hört das, ja, Karin? Man hört das? Der Klangkörper. Der Klangkörper ist aus hochwertigen Hölzern. Ja? Die dürfen heute ja gar nicht mehr, dürfen ja gar nicht mehr gefällt werden, zu Recht so. Aber das ist das eines der wenigen, die eben noch daraus gefertigt sind. Und das ist ein Sound, den es nicht mehr wieder gibt, einfach so. Bom, 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 was für ein Bass! Das ist ja fast besser als ein Horn. Ja, wirklich. Ja, das geht noch mehr. Ja. Oder auch zum Beispiel, wenn man so ein kleines Schamanensitzung macht, so ein Ritual, genau, wo alle in Trance liegen, kann man auch anbieten. 20 Euro Höchstgebot, nur noch eine Minute. Baum, 20 Euro bietet bisschen mehr, bietet bisschen mehr. Eine Minute, es ist auch für einen guten Zweck, er bietet noch ein bisschen mehr hier. Sag mir das Trommel so, zack, 25% an die Stubnitz. Ich scheppert's jetzt auch richtig bei euch zu Hause, ja? 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Habe ich eigentlich irgendwas an der Lippe? Ja, ein bisschen Olivenöl. Mm. Lecker, ne? Achso, ja, schmeckt ganz gut. Das ist ja gute Qualität, ja. Mm. 20 Euro? Nicht übel. Also, haben wir davon auch noch was da? Von was? Von Olivenöl? Von Olivenöl? Nur noch 10 Sekunden. 10 Sekunden noch, aber wir sind immer noch bei 20 Euro. Also für so ein tolles Instrument, das kriegt ihr nicht bei Just Music oder so, bekommt ihr das nicht. Ja, das ist einzigartig hier heute Abend bei uns. Und danach ist es weg, vorbei. Und dann macht jemand die Hits und als die Wimmel, ja? Aus, vorbei. Aktiviert. Was geht denn? Ja, Schluss, was geht? Aus, vorbei. Ich sehe gerade... Der Anrufer. Wir waren bei 20 Euro, eingeblendet 23 Euro. Mal gucken, ob es für den Bieter mit 23 Euro noch geklappt hat oder wer jetzt bei uns gleich in der Leitung sein wird. Also ich meine, wer hinterher noch mehr bietet, ja, nett gemeint, aber wenn die Leitung zu ist, ist die Leitung zu. Da kann man nichts mehr machen. Das Gebot der Anrufenden beträgt 23 Euro. Herzlich willkommen live im C3 Teleshopping-Studio. Ich bin Karin, wen darf ich begrüßen? Ja, hallo, ich bin der Adrian. Hallo Adrian, grüß dich Adrian. Du hast unser Kombiprodukt erworben, unser Keyboard und unsere Trommel. Nein, wirklich. Wie bitte? Wirklich. Ja, wirklich. Du bist der Glückliche für 23 Euro. Wir freuen uns mit dir mit. Also, wir hatten hier noch eine richtig geile Jam-Session schon gerade. Ich hoffe, du hast uns live verfolgt. Auf jeden Fall. Ich bin großer Trommel- und Keyboard-Fan. Dann ist es ja perfekt für dich. Ja. Vielen, vielen Dank. Gut, dann bleib in der Leitung. Mach ich. Und wir machen jetzt weiter. Huch. Ja, mit dem letzten Produkt, da fliegt mir glatt die Karte weg. Wir machen eine Pause. Aber bevor wir mit dem letzten Produkt weitermachen, gehen wir noch einmal in die Pause. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Tschüss, ihr Lieben. Bis gleich. Da sind wir wieder bei C3 Teleshopping. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Chaoswesen, wir sind zurück mit dem letzten Produkt. Ja. Und das sind... Ein ganz besonderes Special für als die Fans. Erinnerung für euch. Wir haben exklusive CCC-Gläser und zwar sogar... 2020, ja. Mit 2020er Prägung. Ihr seid dabei gewesen, also. Ihr habt zugesehen, dabei sein ist alles und das ist die Erinnerung. Daran, dass ihr wirklich, das könnt ihr noch euren Urgroßenkeln erzählen, dass ihr heute, gestern und morgen dabei gewesen sein worden wäret. Ja? Was für eine schöne Erinnerung. Also ruft durch, bitte. Ja? Genau, ruft an unter 0221 59 619 7467 oder im Eventnetz einfach die 7467 wählen und unser Anruf ist nicht teurer als die Oma anrufen. Wir zocken euch nicht ab, seid euch dessen gewiss. Ja, wir haben keine erhöhten Telefonkosten. Bei uns geht zudem alles gespendet. Alle Erlöse des heutigen Abends 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Also haut in die Tasten, dreht die Wählscheiben und ruft an und bietet ordentlich was. Denn diese Gläser sind wirklich wunderschön. Sie machen sich überall gut. Ja. So, inklusive Karton, gibt's die? Wie viele Gläser gibt's denn, Arnold? Drei, zwei,
Zwei Stück. Es gibt zwei Stück. Also dazu, beide zusammen sind Einzelstück. Apropos zwei, habe ich eine gute Idee. Ja, Gläser natürlich. Aber was ist, wenn man sich nicht entscheiden kann? Möchte ich heute schick oder sportlich sein? Möchte ich das eine Glas oder das andere? Meine Idee wäre ja, diese Gläser einfach unter die ganz normalen Sportschuhe zu montieren und schon hat man High Heels draus. Wie praktisch ist das denn? Zum Beispiel. Und ja, das, zum Beispiel. Das ist eine Absatzhöhe, die also, kann nicht jeder tragen. Also da schätze ich mal, oh, ich mein, 15 cm Minimum. Auf dem Weg ins Taxi möchte man ja vielleicht noch ein bisschen schick sein. So. Und dann aber auf in der Sit-In-Runde ja. möchte man ja gemütlich sein. Genau. Zum Beispiel. Oder und hat gleich seine Trinkbecher dabei. 42 Euro ist unser Höchstgebot. Das finde ich gut, bleibt ja. es dabei oder geht da noch mehr? Ich habe es mir eigentlich genau umgekehrt gedacht. Auf dem Weg zum Taxi hat man erst noch die Sportschuhe an und im Taxi kann man dann umontieren. Grüße an Monty daheim. Ja, genau. Und man ist ready für die Gala. 42 Euro. Immer noch 42 Euro. Und die grünen Gläser beruhigen auch noch ungemein. Grün ist die Farbe der Hoffnung, grün ist die Farbe der Liebe, grün ist die Farbe der Schönheit, grün ist die Farbe von Afrika. Eifersucht. Von Eifersucht. Ja. Ja. Und ja, das jetzt, zum Beispiel sind also die sind sehr Menschen, emotional aufgeladen, es, will glaube ich Karin gibt, sagen. Es gibt ja? Haupt- und Co-Moderatoren und manche sind so neidisch, dass sie grün und pink also, werden. Also Karin, wir wollen doch die Gläser. Ja? Das soll auch eine schöne Erinnerung sein, oder? Findest du nicht? Stimmst du mir nicht zu? Arnold, du riechst ein bisschen nach Olivenöl. Schön. Aber du hast dein Tuch verloren. 42 Euro ist das Höchstgebot. Bitte rufen Sie an, das ist für einen guten Zweck. Die Erlöse werden gespendet. Danke. So, ganz ehrlich, Karin. Die Frage im Leben ist doch immer, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Aber es ist nicht nur ein Glas, es sind zwei. Also ist es voll. Bam, es ist natürlich. Also wenn es eins leer ist, gießt man das andere auch noch rein, fertig. Zwei ja? halbe Leere so. Macht ein volles. Und also wenn man, egal was man gerne trinkt, ob man gerne einen Jever trinkt, ob man gerne einen Becks trinkt oder ob man gerne einen Astra, die ist eine andere Farbe, oder ein, wie heißt der Gin? Tonic? Ja, richtig, genau. Wenn die den Tonic den trinken zum Beispiel, dann passen die Gläser einfach hervorragend dazu. Ja, weil das einfach sich farblich einfach stimmt. Denn weiße Gläser sind ja langweilig. Weiße Gläser sind ja wirklich langweilig. Grün ja? passt ja auch Mojito, passt ja auch Caipirinha. All die frischigen Cocktails. Ich hol mal ein Glas her. Ich hol mal ein Glas her, mein lieber Karin. Limon, ja. ja? Hol doch gleich beide her. Nee, der eins kann ja weiter drehen. So, ne? Okay. Also ich finde, das ist halt auch ein klasse Accessoire. Liebe Zuschauer, es ist das letzte Produkt des Tages. Ergreifen Sie die allerletzte Chance und einfach sichern Sie als kleiner, sich. Als kleiner, das ist noch ungewöhnlich. Und jetzt können Sie hier 13. Wasser rein und eine Blume. Ja, was sagen Sie jetzt? Wasser da rein und eine Blume. Da muss man erst drauf kommen. Können Sie sich das vorstellen? Eine Orchidee, ein Tülpchen oder eine Vergissmeinnicht oder eine so Sonnenblümchen. Eine Distel oder so. 66 Euro Höchstgebot. Das ist ein Gebot. Eigentlich können wir Vielen sagen, Dank. Wir können die letzten. Oh ja, gern. Ich bekomme ein Strauß, kommt angeflogen. Können nicht fliegen. Aber. Arnold. Also jemals gesehen? Hat es jemals einer von euch irgendwann, dass es irgendjemand getragen hat? Ja? Ich setze Trends wie andere Spritzen. Ja? So, sag ich mal. Zack. Ja? Das ist Style so, das ist Style, oder nicht? 66 ja? Euro anrufen, dabei sein. Im Partnerlook. So. Eins. Zack. 77 Euro sein, ja? 77 Euro. Das sind auch super Beträge, so gefällt mir das. 66, 77. Und da hat man es direkt dabei. Hey. Ja? So. Ich weiß Ruf gar nicht. An, bieten. Das sind die letzten, ich würde sagen, wir gehen in den Counter, in den letzten 5 Minuten für diese CCC-Gläser. Handgemacht, haben wir schon gesagt, handgemacht. Handgemacht und handgemacht. Mund geklöppelt und mit wirklich? Einer 2020er Prägung. Ja? Die einzigen Gläser aus 2020. Echte Fans. Es jetzt wird nur die geben. Absand, es wird nur diese Erinnerungsstücke einmalige geben. Chance. Aber hundertprozentig. Ja? Der Countdown läuft. Schnappen.
bietet. Schnappen, 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 es ist schnappen, das, schnappen. Der letzte Artikel für heute. Er ist so trashy-mashy verwendbar, ja? Hm. Hier, und dann rausnehmen, zum Gastgeber gehen, Whisky-Cola oder was auch immer man mag und genau. Zack, haben wir was zu trinken. Und wenn man auf Nachhauseweg einfach mit Wasser auffüllen, Blume wieder rein, fertig, ne? Und wenn man, bevor man dehydriert, kann man es auch einfach trinken. Oder? Doch, also es ist irre. Und dann denkt man natürlich auch immer ans CCC. Richtig. Ja, damals war's. An dieses Event, was online stattgefunden hat. Und Sie haben Gläser, die keiner hat. Wunderbar. Also wir sind wirklich in den 5 Minuten waren gestern. Inzwischen sind es noch 4 Minuten, meine Lieben. Also 96 Euro für diese handgeklöppelten CCC-Gläser. Und sind es wirklich wert. Es ist super toll. Ich finde es toll, dass ihr anruft, weil es geht nämlich um Spenden. Ja? Die Erlöse gehen ja an die Stubnitz 25%, ans Gängelviertel 25% und 50% an netzpolitik.org. Genauso ist es. Arnold? Wir zeigen euch das nochmal. Einmal ins Close-Up, bitte. 2020 CCC. Kennst du Memories eigentlich? Forever. Es gibt ja Memories auch Forever, ja. Schröpfen. Kennst du eigentlich Schröpfen? Ja, na klar. Das ist doch hier so plopp. Richtig. So, ne? Das kann man ja auch zusammen mit diesen Gläsern machen. Das ist ja schon wieder super multifunktional als Glas ganz normal, als praktischer High-Heel-Absatz oder zum Schröpfen. Guck mal, dazu nimmt man ja ein bisschen Öl, ne? So, zum Beispiel von deinem Mund, Feuerzeug ran und schon geht das Schröpfen los. Und sie ist einmal so da runter. Da wird die ganze Schlacke aus dem Körper, die so aussieht wie Arnolds Mund, aber du hast wird auch, aus du dem hast Körper das, gesogen. Aber du hast das selten gemacht, kann das sein? Ich? Ja. Wieso? Na so, wegen der ganzen Schlacke, die da aus dem Körper kommt. Wo habe ich denn Schlacke, bitte? Nee, ich sag ja nur, es geht Euro ja nur ums Höchstgebot. Hier. 3 Minuten noch. 0221 59 619 7467. Anrufen. Ruf nochmal durch. Sein. 3 Minuten, ich würde sagen. Chance. Oh, da kommt jetzt eine Frage rein. Ja, wen haben wir hier? C3 Teleshopping live bei mir im Studio. Wen habe ich dran? Ja, hier ist der Uck. In der Beschreibung steht Mund geklöppelt. Ich wollte mal fragen, wie man mit einem Mund klöppeln kann, ob ihr das machen könnt. Das ist ganz einfach. So ist auch mit einem Mund kann man ja auch zum Beispiel malen. Und man nimmt so ein Xylophon, so mit der musikalischen Früherziehung, da hatten wir so Xylophon haben wir gespielt, mussten wir spielen. Also eigentlich wurden wir dazu geklöppelt, dass wir das machen quasi. Und dann hast du den Klöppel und hier sind so die Rillen, ich kann es kurz in die Kamera halten. Und mit so einem ganz kleinen ich wollte gerade auch fälschlicherweise handgeklöppelt sagen, aber es ist halt mit dem Mund geklöppelt. So, und so wird das Mund geklöppelt. Ne? Damit der Boden auch am Glas hält, nicht dass der rausfällt, wenn du zum Beispiel was reinmachst. Das wäre schlecht. Dann hast du es alles in der Jacke. Also das ist ja dann wirklich ganz tolle Handarbeit, wollte ich sagen. Ja, richtig, das Mundarbeit. Mundarbeit. Schwäbische Mundarbeit. Von Hausfrauen oder schwäbischen Hausfrauen? Ich weiß gar nicht, ich glaube von schwäbischen Haus, ich weiß es gar nicht, schwäbischen Haus Menschen? Haus Elfen vielleicht, ich weiß nicht, ob in Schwaben überhaupt noch Elfen gibt oder die ausgestorben sind, da müsste ich mal unseren Experten fragen, Stefan, der kommt aber auch noch. Nee, der kommt morgen erst, vielleicht kann der dann nachträglich die Frage noch beantworten. Ja? Okay. So, nur noch 2 Minuten. Vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Bescheid. Vielen Liebe Dank, Grüße. Tschüss. Mach's gut, bis dann, tschüss. Nur noch 2 Minuten. Und das Höchstgebot liegt bei 101 Euro. Eine gute Frage, ne? Kann man sich natürlich nichts darunter vorstellen. Mund geknöppelt, ne? Ja, gut, dass du es so charmant erklärt hast. 101 Euro, das ist das höchste Gebot, was wir bisher hatten. Und bei diesen Gläsern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und das ist wirklich nicht zu verwechseln mit geköppelt. Ne? Mhm. Sondern das ist wirklich das ist Feinarbeit. Da das ist ganz fein. So. Das ist nicht mit einem Prägen, zack, sondern das ist wirklich Feinarbeit. Nur man sieht es auch. 2 Minuten. Ja. Ganz fein gemacht. Ja. So. Anrufen. Und wir kommen in die letzte Minute. Wenn ihr noch eine Frage habt zum Produkt, dann ruft noch an. Es sind noch 60 Sekunden für diese handgeklöppelten Gläser Chaos vom CCC. Community.
Erinnerungen, Erinnerungen, Erinnerungen. Memories are forever. Ja? Memories are forever. Wir sind erst beim zweiten Abend und ich wünschte, ich könnte so ein Glas mit nach Hause nehmen. Das war so eine besondere Moderation. Also dieses Format ist mir richtig ans Herz gewachsen. Das ist kein Bleikristall, das ist kein Swarovski, das sind Einzelstücke. Das wird nicht gefertigt. Ist nur für euch jetzt die gefertigt. Letzte ihr kriegt Minute es nach Hause, nach wo auch immer ihr wollt, wo auch immer ihr seid. Höchstgebot 111 Euro. Mir gefallen Euro. Diese Summen. 111 Super. Euro. Und es, momentan ist es die Nummer mit der 8075 am Ende. Mal also wir, können wir gratulieren? Können wir gratulieren? Wie viele Sekunden verbleiben noch? Es sind noch 10 Sekunden und wahrscheinlich gehören die Gläser gleich euch, ja. Bietet vielleicht nochmal 1 Euro mehr, damit ihr sicher seid, nicht, dass stimmt, da noch einer hinterher ist. Und schon ist man der Höchstbietende. Na, wenige Sekunden noch. Oh, und da ist der Alarm und das ist das letzte Produkt. Es ist durch, es ist der Ball. Ja, das ist es. Für 111 Euro diese wunderbaren Gläser. CCC, Fangläser, ja? Mundgeklöppelt so. Mit einer Gravur von 2020. Ach. Wen dürfen wir gleich im Studio begrüßen? Wir sind gespannt. Oh ja. Mann, 111 Euro. Ach, Arnold, ach, wie Karin. Schade, dass die Show was gleich schon vorbei ist. Was für eine Show heute, ja? Das ist wirklich, und wer wird es gleich zu uns durchgestellt, ja? Ah. Da ist er, der Anrufer. Das Gebot der Anrufenden beträgt 111 Euro. Live hier im 3C-Teleshopping-Studio. Herzlich willkommen. Wen darf ich begrüßen? Hallöchen, den Andreas. Hallo Andreas, du hast für 111 Euro diese schicken Gläser erworben. Herzlichen Glückwunsch, du musst ja ein echter Fan sein. Erzähl doch mal ein bisschen. Was habe ich denn überhaupt gekauft? Mein Stream hat so ein bisschen gehangen. Achso, ah, diese handgeklöppelten CCC-Gläser. Okay. Ja, die hast du gerade käuflich erworben und hast dafür Erinnerungen für die Ewigkeit quasi gekauft. Ja, was willst du denn mit deinen Gläsern machen? Weißt du das schon? Kann man daraus trinken? Da kann man auch draus trinken zum Beispiel, also notfalls. Das geht auf jeden Fall klar. Schau den Stream gleich in der Wiederholung nochmal an. Wir haben ganz tolle Vorschläge Ideen für dich präsentiert, wie du diese Gläser nutzen kannst. Andreas, von wo rufst du an? Ich rufe aus Berlin an. Ah, noch jemand aus Berlin. Hier sind wirklich heute ganz viele aus Berlin gewesen. Schön, dass heute so viel nach Berlin geht, ja? Andreas, also ich finde eine Einstellung super. Einfach mal anrufen, ich weiß gar nicht wofür, aber etwas Gutes mit dabei sein. Richtig. Ich habe genau das Richtige getroffen. Genau, das wir ist, freuen uns ich glaube, das ist dein vielen Produkt, Dank. Ja. Andreas, bleib noch in der Leitung. Ja. Ja? Und wir freuen uns auch, wenn tschüss, du morgen Andreas. Und übermorgen wieder zuguckst. Na klar. Ciao, Andreas. Mach's ciao. Gut und einen wunderschönen. Morgen. Ciao, bis morgen. Was für ein Produkt zum Schluss. Und was für ein Abend, ja? Jetzt klingelt das klingelt noch immer mal? Noch mal nach, ne? Ja, das ist so ein Nachklingler. Da will noch einer sein Glück versuchen. So ein bisschen wie die Zeugen Jehovas. Wieso rufen die auch an? Nee, aber die klingeln auch immer zweimal. Obwohl man schon die ganze Zeit wartet. So. Und still ist in der Wohnung. Naja, so. Liebe Chaos-Community. Liebe Zuschauer. Was ZuschauerInnen, für ein Abend liebe Chaos-Community. Geht zu Ende. Ja, wir bedanken uns im vielen, Namen vielen aller, Dank. Im Namen der klasse Crew im Background. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. An unsere Anrufer, Zuschauer und an unsere Testprobanden und ja, danke auch an dich, Arnold. Es macht mir doch. Entschuldigung nochmal für den leider manchmal mehr Spaß, als ich gerne zugeben möchte. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Ich wusste, dass das passiert. Wir sehen uns macht's morgen gut, wieder, bis morgen. 22 Uhr. Tschüss. Tschüss. Ciao.